Sorry, Freunde. So, jetzt aber. Recht herzlich willkommen zum letzten LS19-Stream diese Woche. Nicht der letzte LS19-Stream überhaupt bei mir. Ich verabschiede mich nicht sofort vom LS19, das mache ich nicht. Aber zum letzten LS19-Stream, bevor ich morgen den 22er. Falsches Mikrofon, sag mal. Was ist denn hier alles verstellt? Moment. Aber ich höre mich ganz normal. So, jetzt aber. Mein Fehler. Man kennt ihn, genau. Leute, die Woche. Jetzt sollte alles passen, oder? Hört ihr mich jetzt? Ja. Ja, ich habe ein bisschen was umgestellt. Und habe wohl an der falschen Stelle den einen oder anderen Haken erwischt. Bist du aufgeregt beim LS22? Nee. Ja, heute etwas verspätet. Wie gesagt, es ist alles sehr stressig. Ist Wehmut dabei? Eigentlich alle Projekte von eurer Truppe sind und waren und werden immer sinnvoll. Black-Ibiza gönnt die 6. Ibiza, danke schön für dein Resub im 6. Monat. Wir haben das Projekt Mecklenburg gestern beendet. Und das ist auch richtig so gewesen, bevor wir einfach gar keine Zeit mehr haben und uns einfach im Winde verweht. Hallo Wohnzimmer, LS19 läuft noch. Also ich schneide oder cutte jetzt nicht direkt. Ah, der 19er geht schon noch weiter. Und der 22er, ich darf ja dazu auch noch nichts sagen weiter, aber es ist logisch, dass ein 19er durchgemoddet mit allem Pi und Paar und Blub, was wir gerade haben, einfach mehr Inhalt bietet als der 22er. Also auf seine Art und Weise. Der 22er wird erstmal dahin kommen, aber ich denke, der 22er wird der stärkste Teil bislang. Ne? Und dadurch, dass ich mich vom 19er auch nicht verabschiede, ist für mich alles entspannt. Ne, natürlich werde ich jetzt morgen da streamen und vielleicht am Wochenende noch ein bisschen mal gucken, je nachdem wie die Zeit ist. Und nächste Woche werden wir natürlich auch mit dem LU Wohnzimmer uns das Ganze angucken. Und vielleicht auch mit ein paar anderen Leuts, wer weiß, ne? Werden wir sehen. Epi, guten Abend. Ja, Grüße erstmal an alle. Das war natürlich mal wieder ein bisschen ein wilder Start. Ich prüfe mal eben schnell noch etwas. Nicht, dass ich hier auch noch was Falsches ausgewählt habe. Nö. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Gut, ich gehe erstmal hier zu den werten Kollegen in den Voice Chat. Guten Abend. Moin moin. Ja, es ist ein bisschen wild heute. Ja, macht nichts. Ich habe schon gedacht, ey, der kommt gar nicht. Tobi ist auch noch mal wieder weggegangen. Nein, Quatsch, er musste mal kurz einmal. Ich denke mal. Mal im Lötchen gucken. Ja, ja. Ja, es ist hier auch krank und gehustet hat er so dolle, dass er sich dann übergeben hat. Und naja, so zögert sich das alles. Ah, kein Problem. Wir sind doch schon groß, Mensch. Eben, außerdem haben wir alle Tasten und können schon anfangen. Ah ja, nee. Nee. Was geht denn schon wieder nicht? Irgendwie nicht, nee, keine Ahnung. Also ich bin da nicht mehr durchgestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Guck mal, E2. Wenn du da mal drauf schaust, die ist mir zugeteilt. Das ist aber erstmal das Nebensächliche, weil wir sehen das ja sowieso nicht so eng mit der Zuteilung im Moment. Da steht ein Satz Kerner X-Cut. Und dann dazu tief lockern bzw. flügen. Ja, die 2 hat bestimmt. Warte mal. Ja, das ist schon erledigt halt, ne? Ich habe da eben mal geguckt, das ist schon durch. Ja, dann hat Tino das halt fertig gemacht. Ja, ja, also. Oder ich weiß es nicht, wer es. Naja, also ich hab's auf jeden Fall jetzt nicht. Hallo. Da ist er wieder. Hallo Tobi. Ich hab's halt nicht abgehakt, weil ich es nicht wusste, ne? Was jetzt ist. Ja, alles gut. Na, kann ich. Wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal.
Das kriegen wir schon alles irgendwie. Das kriegen wir alles irgendwie. Aber alles. Mehr als das. Ich hab Bock. Jo, ich auch. Oh ja. Oh ja. Spielen Sie morgen schon den 22er? Puma, du darfst gerne du sagen und ja. Oh, 21.11 Uhr haben wir hier in Game. Ja, müssen wir uns aber mal hinlegen. Wolltest du schlafen? Echt? Bist du müde? Ja. Bist du ein Müdi? Bin ein bisschen Müdi. Naja, dann hau rein. Morgen ab 10, so ist das. Ja, oder wollt ihr jetzt, was sagen denn die Tiere? Wollten wir jetzt die Nacht durchziehen? Nee. Ja, das müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Nee. Aber warte mal, wie ist denn... Tiere sind noch versorgt. Wettervorhersage, oh, 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 oh. 6 Uhr Regen, 9 Uhr nicht, 12 Uhr Regen, 15 Uhr Regen, 18 Uhr nicht, 21 Uhr Regen. Das nützt ja nichts. Das nützt nichts. Hau raus. Machen wir mal. Warum können das nicht alle in der Puma? Ich bin medialer Partner von Giants. Und warum soll das jeder können? Also wir, wenn wir das eher spielen können, haben ja auch für Giants den Nutzen, eben das Spiel zu zeigen. Und vielleicht ein Kaufinteresse zu wecken. Ja. Ach so, ach Mist, ich muss nochmal die Steuerung von meiner Maus. Und einen fixen Makro anlegen. Une Sekunde, bitte. Makro Editor, New Makro. Funktioniert das jetzt? Jo. Sehr schön. Ja, ich werde noch ein paar Beschaffungen machen. Zur 2. Lass uns da mal eben schnell gucken. Ich muss mir auch erstmal gerade eben schnell wieder einen Überblick verschaffen. Ja, mal ganz ruhig. Alles gut. Ja, ja, ja. Ja, die wurde fertig gemacht. Aber ich weiß nicht von wem. Ich denke mal von Tino. Ist gut möglich. Keine Ahnung. So, die 5 ist ebenfalls fertig. Jawohl. Da wird dann die Saat gemacht. Dann habt ihr unten, habt ihr die 17 auch schon fertig? Da muss noch zu Ende gekreiselt werden und die 11 muss auch noch gekreiselt werden. Ach, okay. Soll ich im Task schon mal bei der 2 zum Beispiel das Flügen und sowas abhaken? Ja. Kann ich das tun? Ja, ja gut, das kannst du tun. Sehr gut. Und dann haben wir da nämlich mal. Dann kann ich den nämlich auf Saat rüberschieben, ne? Wupp. Das ist auch alles schon gemacht. Ja, da müssen natürlich die Leute entsprechend auch pflegen. Sonst wird das natürlich schwierig. Genau. Genau. Ja, aber dann werden wir auf jeden Fall heute in die Saat gehen. Die 15, kannst du da mal auf die... Da steht jetzt Einsatzkerner X-Cut, aber da hatten wir ja gesagt, das wollten wir eigentlich nicht mehr machen, weil der zu stark rangeht, ne? Da würde ich jetzt gerne flügen. Ja. Das, flügen, ja? Tobi, kreiselst du wieder, oder? Ich würde dann auf den 17 weiter kreiseln. Ja, gut. Dann sind wir eigentlich alle in Lohn und Genau, genau, dann würde ich auf der 15 weiter flügen. Tobi kreiselt unten auf der 17. Lex mir Morsch, ey. Jetzt hätte ich noch einmal die Zuordnung tauschen. SC gönnt die 3. Bahn an der Stelle. Das. Wie ihr möchtet. Wir können das auch tauschen. Was denn? Ja, komm, passt schon. Das ist jetzt genau umgekehrt zugeordnet. Ja, 17 nicht, aber 15. Ich hab echt keine Zeit gehabt, das die Woche zu pflegen. Nein, alles tut mir gut. Leid. Nein. Nee, also deswegen ist die Frage, wir müssen das nicht tauschen von mir aus. Wir können das auch so laufen lassen. Ja, lass laufen. Play Cupra, dankeschön erstmal für den Resub im dritten und er lässt alle grüßen an dieser Stelle. Jo, beste Grüße zurück. Moinsen. Ich erinnere mich, ich wollte Beschaffung machen.
Ich wollte wo war ich denn das letzte Mal? Ich wollte Beschaffung machen. Die Talbach läuft weiter. Ja, die Talbach läuft weiter. Wir werden zwar sicherlich nächste Woche in den 22er reingucken und vielleicht auch die Woche drauf und vielleicht auch die Woche drauf, aber das hier läuft regulär weiter. Julo, mein erster LS22-Stream morgen von 10 Uhr bis, ja, locker easy 17 Uhr. Gut. Ja. Ich wollte, was wollte ich denn alles kaufen? Weiß ich nicht. Saatgut auf jeden Fall, aber das machen wir dann gleich vor Ort. Ich glaube, ich wollte Mineraldünger noch. Was ist denn das Stoika-Zeug? Wo kommt das denn alles her? Ich blick ja überhaupt nicht mehr durch. War da nicht ein Update? Irgendwie von dem Säckle, sozusagen. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Was wollte ich denn alles kaufen? Das letzte Mal wusste ich das noch, dann habe ich es nicht aufgeschrieben. Das ist immer fatal. Ja. Ja, gut, wir holen erstmal den Mineral. Was ist eigentlich auch Quatsch? Ich nehme jetzt den. Vom Beet Harvest Mod, das kann sein. Ich nehme jetzt erstmal. Oh ne, das Headtrack-System habe ich noch gar nicht dran. Ey. Oh, Scheiße. Ey, jetzt hört's aber auf, du. Ah. Ich wusste doch, irgendwas ist. Einmal mit groß komisch. Ja. Und lass mich raten, dann geht bestimmt gleich wieder mein Nvidia-Dings nicht. Bist du schon gehypt auf den 22er? Ich bin sehr gespannt. Bin ich gehypt auf das, was über die nächsten Jahre kommt? Ja. So, starten wir den 19er. Was kannst du eigentlich? Ich weiß nicht, Repi. Heute ist. Erstmal nochmal einen Schluck nehmen hier. Dann ist mein anderer Shaker auch noch weg. Weiß auch kein Mensch, wo der hin ist. Versteh es nicht. Ich muss gerade lachen. Tobi fährt auch mit offener Tür durch die Gegend. Ja, richtig. Durchzug. Ja, ich muss ja mal aussteigen hier und dann mal gucken. Und, ne? Eben. Fahrt mir bloß nicht hier über die Hühnchen, die kann man dann nachher nicht mehr essen, wenn ihr da drüber seid einmal. Chicken Nugget? Ja, nee, dann nicht mehr, dann hast du irgendwas anderes, aber... Ja, Flat Chicken. Ja. Einmal vertippt und in 22er geöffnet, das wär's. Ach, nee. Was ist für ein Ding an meinem Headset? Das ist der Sender, das Headtrack-System. Und da haben wir es wieder. Achtung, Synchro. Ach, Quatsch. So was. Haki, die Map findest du in meiner Modliste aus, wo solche Mods. Laut. Ach so. Da bin ich wieder. Moin. Hallo. Eigentlich müsste ich ja jetzt, bevor der Regen kommt, wie ist denn jetzt die Wettervorhersage? 12 Uhr. Eigentlich müsste ich direkt mit der Saat anfangen. Ja, würde ich auch sagen. Also Mais legen könntest du ja da, wo Tobi kreiselt. So schnell wird er nicht sein. Nee, da brauche ich noch ein bisschen Vorlauf. Ja. Wo haben wir denn die Saatgeschichten hingebaut? Zähne geweckt? Ja, ich wechsle. Kann das sein, dass du eventuell aus dem Alpine DLC noch was kaufen wolltest, zwecks Testing? Ah, ja! Ja, sehr gut. Genau. Dann gehen wir nämlich mal hier auf die Kommune. Das wollte ich mal noch für den lieben Kollegen testen. Habe ich umgestellt, mein Gesicht ist so dunkel. Ja, ich habe ja den Modus der Kamera umgestellt. Ich fand das zu grell, mir hat das nicht gefallen. Muss man sich jetzt dran gewöhnen. Jetzt ist das ein bisschen... Ja,
Kommt halt aufs Display an, ne? Oh. So. Das müssen wir noch testen. Das war ja letzten Endes nur der Roder. Einmal testen. Und einmal aus dem Dings. Dann stellt sich mir jetzt aber trotzdem die Frage, wo habe ich die Saattechnik hingestellt? Hier steht ja schon mal mein Fahrzeug. Das hat einen Agri-Bumper noch dran. Was hat das mit 0815-User zu tun? Also es ist doch ganz... Leute, ihr müsst das verstehen. Andere Unternehmen machen doch auch Werbung und haben ihre Werbepartner. Und genauso sind Leute jetzt wie ich zum Beispiel Werbepartner von Giants. Wir kriegen das Zeug auch vorher, aber es steckt auch unglaublich viel Arbeit dahinter, Videos zu machen und so weiter und so fort. Also ich will mich da nicht beschweren, das macht ja alles Spaß und ist alles super. Aber was hätte Giants davon, für jeden an jeden die Version zu geben, damit jeder eher spielen kann? Da ist kein Nutzen dahinter. Wenn wir das machen, ist dann finanzieller Nutzen dahinter. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, es geht jetzt hier, wir spielen morgen. Am Montag kann jeder spielen. Hier geht es ja jetzt auch nicht um Monate. Ja? Das hat nichts mit 0815 zu tun, sondern das eine ist der Käufer und das andere ist der Werbepartner. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ganz einfach. So. Los geht's. Headland Management. Ach shit, die Taste kann ich nicht nehmen. Der Warnton konnte jetzt aktiviert werden, ne? War richtig, oder? Ich glaube ja. Wenn, dann wäre es heute nochmal ein Test, ne? Okay, dann machen wir einen Neustart, wenn das nicht geht. Dann machen wir einen Neustart auf jeden Fall, ja. Okay, dann mache ich jetzt mal No Risk, No Fun und mache ihn. Ja, mach mal. Bin gespannt. Ich werde auch, um das vernünftig testen zu können, verbotenerweise mit GPS flügen, ne? Damit ich die Abstände ausprobieren kann und so. Ja, mach das mal. Auch mit dem Flugdrehen und so, das würde ich ja, genau. Interessant finden. Das hat ja letztes Mal schon alles super funktioniert, habe ich ja geschrieben. Das Einzige sind die Abstände, ne? Aber ja, das hat beim Flügen so gar nicht hingehauen. Also der automatische Stopp vom Übernahme GPS halt, ne? So. Da gucken wir mal. Oh, jetzt hänge ich hier noch an der Tastenbelegung, ey, scheiße. Ja, ist die Steuerung. Ging das auch so hier? Okay. Perfekt. 70 Grad. So. Ah, holpriger Start heute, sorry. Also von mir. Alles gut. Passiert. Ja, manchmal ist das so, ne? Manchmal ist das so. Gibt Schlimmeres. Gibt's was auf dem? Ja, komm, ja. Den Fans gibt's selbstverständlich so zum Runterladen. Ausrufezeichen Mods ist da relativ bei den Schleppern relativ weit oben. Okay. Boah, wie war das denn nochmal? Headland. Wo habe ich das? Welche Taste habe ich das denn gelegt? Du, das weiß ich nicht. Könnt ihr mir auch nicht sagen, ne? Nee. Ja, warum nicht? Ja, nein. Warum nicht? Chat, könnt ihr das etwa nicht sagen? Anscheinend nicht. Ich habe schon gefunden. Aber war das, was ich gedacht habe? Hier fehlt auf einmal was. Was? Sonst stand unter Arbeitsgeschwindigkeit, da waren noch so ein paar Sachen. Okay, wir schauen mal. Also vielleicht hat er das rausgebaut. Ja, irgendwas ist raus. Flugdrehen, sofort drehen. Spurreise haben wir nicht, GPS haben wir.
Guardian Stevens auch. Differentialsperren lösen. Mosalise, Yogi, moin, 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 meine Lieben. Grüße euch. Allrad, moin. Sorry, wenn ich jetzt hier gerade nicht bei jedem nachkomme. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen lost heute. Moinsen an alle. Moin, 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 moin. Die GPS-Geschichten fehlen mir. GPS-Spurführung pausieren ist an. Aber was mir fehlt, ist die Vorgewende-Einstellung. Warte mal, ist die im GPS nicht aktiviert? Das kann wohl sein. Jo. Jo. Also es piept gerade bei mir. Ich hoffe, es piept bei euch nicht. Nee, alles gut. Piept nicht. Warnton. Setup-Cam ist unscharf. Oh ja. Oh Leute, es tut mir so leid. Ich war wirklich nochmal abgelenkt gewesen. So, jetzt passt es. Nee, der spinnt nicht. Ich hatte einfach nur einen Filter drauf. Oh, deine Setup-Cam steht ja auch anders. Ja, das ist alles. Ich probiere gerade ein bisschen rum. Geil. Warnton kommt. Warnton läuft. Hört ihr irgendwas? Nein. Nein. Ah, Vorgewende-Automatik funktioniert hier nicht. Aber die hat doch Tobi erst getestet. Oder war zwischendurch nochmal eine andere Version drauf? Mir Morsch, ey. Dr. unterstrich Neon 25 gönnt die 18. Nochmal anschauen. Dr. Neon, danke schön für dein Resub im 18. mein Lieber, danke dir. Tobi, kannst du mal dein Vorgewendemanagement das Menü anmachen und mal schauen, ob unter Arbeitsgeschwindigkeit im Vorgewende, ob da bei dir noch was kommt oder ist da Schluss? Warte mal, ich mach mal ganz kurz hier das Tempomat aus. Ich teste das auch gleich nochmal. Ich habe jetzt nur Tempomat anpassen. Arbeitsgeschwindigkeit im Vorgewende und dann nur unten den Warnton. Genau, genau. Hm. Aber dass der automatisch quasi reagiert, das ist bei mir ganz weg. Ja, das ist ja rechte Seite GPS-Spurführung ja, pausieren. Aber wenn ich im GPS gesagt habe, Abstand zum Vorwände, 9 Meter meinetwegen. Hm. Warte mal. Vielleicht das deswegen. Müsste er aber eigentlich noch machen. Also ich denke nicht, dass da was rausgenommen hat. Ja, komisch. Also jetzt hat er es nicht gemacht. Ich habe jetzt gerade mal reingeguckt. Der stand aber auch natürlich, obwohl ich eigentlich auf Anhalten gestellt habe, stand er auf Aus. Also ich bin gespannt, was jetzt gleich passiert. Warte mal. Ja, okay. Dann. Kann mir mal eben bitte einer hier Rechte geben? Ich bin hinten bei der Kommune. Oh, ja, warte mal. Das wäre übel nice. Agrario, moinsen. Moin, ihr drei Talbacher und natürlich moin Chat, schreibt der Agrario. Moin, moin. Ja, ist gesetzt. Danke. Jo, kein Ding. Wann spiele ich morgen? Ab 10 Uhr. Ich muss ja erstmal aufstehen, frühstücken und sowas, also. So viel Zeit muss sein. Ja. 9 Uhr, das ist mir zu sportlich. Die ist aus dem Alpine DLC, das ist hier. Ich glaube, ich muss ja noch ein bisschen vorfahren. Ich muss hier noch eben schnell mal was testen für das Vorgewendemanagement aus dem Mod-Hub. Testen wir ja für den guten Mann ein bisschen auf dem Dedi-Server. Und da gab es noch ein, zwei Ungereimtheiten und das wollten wir jetzt nochmal gucken. Ich kann die nicht anhängen. Ach, das ist doch schon wieder komplett. Gibt es für Steam Preload? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ja, ich hätte heute auch Päckchen bekommen. Aber der Postbote hat's. Die haben bei uns in Leipzig in der Großstadt schon scheinbar so eine Flut an Päckchen, dass es nicht geschafft hat heute rum und hab das aber in so einem Laden abgegeben. Kann ich morgen natürlich nicht hin, weil ich stream. Geile Sache. Aber das holt die Dame des Hauses.
Dame des Hauses. Ach, auch schon wieder Mist hier. So, Dirk, wie sieht's aus? Ja, ich glaube, ich habe den Fehler schon gefunden. Da sitzt nämlich wieder vor dem Bildschirm in diesem Fall. Mhm, das wundert, ja. Ja, wundert nicht, ne? Doch. Das wundert nicht, ich weiß. Wir haben über Optimierung gesprochen. Was sind für Optimierungen? Optimierungen, ich spreche jetzt nicht vom 22er. Optimierung am Vorgewendemanagement, Mod für 19er. Oha. Achso, harte geflogen. Okay. Ich weiß nicht, was es war. Und warum es war. Allrad, mein Junge. Moin, moin. Bist du auch da? Na. Bei euch läuft noch alles? Ja. Ja, bis jetzt noch? So ist das Problem wohl auch hier davor. Aber so instant aus, komplett auf der Seite. Ah, alles klar. Ich weiß, was du meinst. Das sehr stimmt. Komisch. Streamst du am Mittwoch? Ja. Nächsten Mittwoch? Ja. Wieso? Ist da was? Ist da Feiertag? Vorgewendung umschalt, Linkssteuerung, links X. Anbaugeräte vorne und hinten. In zwei Stunden, denke ich mal, das brauchen wir nicht. Spurführung pausieren an. Spurreißer wechseln haben wir an. Sehr gut. Ach, nicht. Okay. Das müssen wir jetzt eigentlich nur mal testen. Kann ich auch mal synchron machen? Ja, bitte. Hallo, kommt. Okay, weißt du, was der erste Fehler war? Das traut man sich gar nicht zu sagen. Ich habe die Start-Taste, um das Vorgewendemanagement an- und auszuschalten, auf eine andere Taste gelegt und habe das vergessen, dass ich das getan habe. Okay. Nice. Ja, wirklich, nicht schlecht. Und ich hab immer die Taste gedrückt, die ich zuerst belegt hatte. Und denke, da passiert nichts. Was ist denn das für ein Scheiß? Aber, naja, man kennt es. Felix, hast du schon 10 Nachrichten geschrieben? Du findest es doch okay, wenn man von dir Stream-Highlights auf YouTube hochlädt, aber sie nicht monetarisiert. Von mir aus kannst du monetarisieren. Gut. Also Entfernung zum Vorgewende funktioniert bei mir hier überhaupt nicht. Na, das ist glaube ich schon bekannt und gemeldet. Ja, ja. Ja, das ist, weil GPS sich irgendwie anscheinend wohl immer an einem anderen Punkt ja, auswählt. Aber jetzt, das hört sich doof an, aber das hat vorher besser funktioniert als jetzt. Okay. Wir haben ja einen Channel mit einem Kollegen offen, ne? Dann ganz Feedback rein, ne? Ja. Setup gibt, Ausrufezeichen PC, Pharma Show. Ich hab's falsche Profil hier im Joystick, glaube ich, geladen. Ich hab nämlich... Ja, schon eins für einen 22er noch gemacht. Aha. Alles klar. So, vorne und hinten ausheben, Tempomatanpassung, GPS-Führung, ich meine, da will man Spuren-Dings. Umschalt links X. Irgendwas. Ich muss mir das noch mal angucken hier in den Einstellungen. Also irgendwas passt hier nicht, noch nicht. Ich weiß nicht warum. Tempomat anpassen. Oh, Alter, was hat sich denn hier jetzt alles verstellt? Aber warte mal, bei mir stimmt auch was noch nicht. Sorry, Freunde, ich muss echt gerade mal ein bisschen.
Ja, ich habe das gleiche Problem. Also hier verstellt sich auch immer wieder alles. Habe ich eben alles schon mal eingestellt, jetzt ist alles wieder weg. Nee, na warte mal. Also irgendwas ist bei mir im Joystick, glaube ich. Okay, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr hier. So. Schaltet einfach das GPS nicht dazu. Was ist denn das? Okay, nochmal. Ja, mach nochmal in Ruhe. Heide Witzka! Ja? Jetzt dreht er tatsächlich irgendwie automatisch alles, obwohl das nicht so. Aber auch gut. Ja, gut. Also ich bin irgendwie gerade, funktioniert bei mir gar nichts. Gar nix. Wo war denn nochmal das Vorgewendemanagement-Zeugs? Kurz vor oder hinter Guidance Steering. Ach ja. Wo ist Guidance Steering? Also. GS. Wo ist denn das Vorgewendemanagement? Aber hinter GS kommt nichts mehr und vor GS ist der VCA. Hä? Okay, dann ist es bei dir irgendwie anders. Ja, kann ja nicht sein. Witzka. Jetzt habe ich im GPS das Vorgewendemanagement ausgeschaltet. Jetzt geht es. Wenn ich es wieder einschalte, probiere ich genau. Nee, jetzt. Einschalten, Vorgewendemanagement heißt ja anhalten. Das muss auf aus sein. Mein Lieber. Okay, dann stimmt aber der Abstand nicht. Nee, aber das war das mit der Note, ne? Das, ja, das genau. Ist mit der Note, ja. Ich habe die Tastenbelegung nicht mehr fürs. Ach, hier ist Vorgewendemanagement. Einstellung, Start, Stopp. Start, Stopp, Umschalt links X. Gut. Da habe ich Alt X. Was ist denn mit meinem Joystick? Ich kriege ja gleich. Ja, was will er denn? Was hat er denn? Ich weiß es nicht. Der ist übel aggressiv. Schön auf Aggro. Alles klar. Ja, Mann. Ich kämpfe mit dieser scheiß Software. Freunde, ich. Ist kein Vergnügen. Man kennt es. Ich komm da nicht hin. Der ist so, so feingliedrig eingestellt, dass ich nur, wenn ich rankomme, er schon wieder auf was anderes. Ich komm nicht hin. So. Boah, das ist wirklich der letzte Scheiß. Ja, wo war's denn? So, jetzt läuft das rund hier. Herrlich. Mhm. Wenn jetzt der Abstand noch passen würde, ey, das wäre. Ja, das wäre Sahne. Das wäre Sahne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, jetzt kriege ich es langsam. Vermisse ich es dann doch schon, obwohl ich ja eigentlich noch weiterspiele, aber trotzdem. Ja, eben. Es macht so richtig Bock jetzt, ne? Also, ja, ne, wir hören auch nicht auf. Nee. Nee, Annie, das Vorgewendemanagement, das funktioniert schon gut. Also bei mir ist es gerade eine Tastenbelegungsgeschichte. Und ich hatte das ja vorher auch per Makros angelegt, aber wenn du jetzt hier noch so dann den ganzen anderen Kram mit drin hast, mit Tempomat absenken und Diff-Sperren und so. Das ist ein Traum. Das ist ja nochmal wieder ein anderer Schnack. Okay, Error Lua Methods, Headland Management, Ridge Marker. Okay, ich habe einen Lua, ich muss dann entsprechend runter. Oder wir alle wahrscheinlich. Also das funktioniert noch nicht. Nee, ich habe den Lua nicht, oder? Nee, das dürfte nur, sollte nur bei mir sein. Okay. Ja, ist es auch. Dann funktioniert der noch nicht. Dann liegt es aber am DLC-Gerät. Ja. Das Komische ist, ja, es liegt am DLC-Gerät. Das Komische ist, mit dem Alpine DLC haben so manche Sachen ihre Probleme. Ganz, ganz komische Geschichte. Hm. Sehr eigenartig. Ja, gut, widmen wir uns der Saat. Wir widmen. Gewidmet ist dieser Stream der Saat. Ja, Akario, oder? Das ist wie am ersten Tag. Man kämpft mit Dingen und die Dinge gewinnen eigentlich immer.
Nee. Nee? Finde ich nicht. Nee, finde ich nicht. Doch, finde ich schon. Wir haben jetzt 20.46 Uhr und ich bin vielleicht 200 Meter gefahren. Na gut, das ist aber ja nicht unnormal. Nee, das stimmt doch wohl. Stimmt. Man kennt es, sagen wir es mal so. Das ist ja das Schöne. Ja, kenne ich Werner Bürning Gamers? Na sicher kenne ich den Werner. Lieblingswerner. Einer der besten Werners. Na. Gibt kaum bessere. Schüssel, Werners. Grüß dich, moin. Aber es liegt auch daran, weil ich nicht so viele Werners kenne. Das stimmt, ich kenne auch exakt einen. Ja, also hier ist es tatsächlich eine ganz komische Geschichte. Wir, wie gesagt, wir arbeiten mit dem Kollegen, der das Vorgewindemanagement gemoddet hat, halt zusammen und helfen ihm und testen Dinge, die er dann updaten kann. Er will halt erstmal, dass es ein paar Leute auf einem Dedi richtig testen. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil wir wissen alle, die Welt auf einem Dedi ist eine komplett andere. Und es gibt immer wieder Probleme mit dem Alpine DSC. Aber da ist er nicht alleine. Das war neulich irgendwo anders schon mal. Warum auch immer. Allrad. Hi Felix, ab wann kann man bei Giants in LS22 downloaden? Wenn du die Digitalversion bestellt hast, ab dem 21. Frag mich jetzt nicht nach der Uhrzeit, aber ich schätze mal 21.00 Uhr oder so. Der beginnt der Preload. Dann könnt ihr euch das runterladen, aber aktivieren und so mit Spielen geht er natürlich erst am 22. Aber für alle, die eine etwas schwächere Leitung haben, die haben dann schon mal vorgesorgt. Sehr umweltbewusst, Ackerschnager, grüß dich. Wieso, was denn? Also wer noch Bock hat, den LS22 vorzubestellen, noch habt ihr ein bisschen Zeit. Ja, auf jeden Fall wäre ja heute das Paket gekommen und naja, dieses Paket, was überall eben auf den Instas und so kursiert, hat mich ein bisschen geärgert, aber gut. Vielleicht kriege ich es morgen in den Stream gereicht. Kollegen, seid ihr noch da oder bin ich solo? Natürlich sind wir noch da. Seid so ruhig, was ist denn los? Wir sind hoch konzentriert, siehst du? Ohne uns abzusprechen. Kommt von beiden die gleiche Antwort. Ja, supi. Münsterland, Mann, Entschuldigung, moin. Ach Leute, nehmt's bitte, ihr kennt mich doch. Ich muss erstmal reinfinden und dann kann ich mit euch schnacken. Ihr wisst doch, wie es ist. Ja, Agrario, jetzt haut er auf den Putz, ne? Aber was der teilweise laid back ist in seinem Stream, das ist ja krass. Da schreibst du irgendwie Moin Agrario und eine Stunde später, ey, moin! Ja, vielleicht eine andere Zeitzone. Ja, Latenz zwischen andere Zeitzone. Ich 45 Minuten Latenz eingestellt zur Sicherheit. So ein scharfer Typ, echt. Das sind gar keine Millisekunden, das sind Minuten. Ja, das ist echt krass. Kann ich das jetzt hier schon wieder nicht heben? Es geht nicht! Oh, jetzt muss ich nochmal in die Software rein. Ich krieg die Krise, echt. Umschalt, vordere Geräte heben, senken. Umschalt X. Ist doch Umschalt X, oder nicht? VCA. Vordere Geräte, Umschalt links V. Will der mich verarschen? Hintere Geräte, Umschalt rechts V. Das kann sich doch nicht verstellt haben von alleine. Freunde, was oder? Was meinst du, was hier alles von alleine geht? Nee, das ist ja unmöglich. Das geht nicht. Doch, das muss ich jedem erzählen, Agrario, damit mal so ein paar Leute das bei dir mal schauen. Also kann ich euch nur empfehlen, ne? Wenn der streamt, schaut mal nach, Agrario, direkt ein Follow da lassen. Cooler Typ. Kann jemand bitte Dirk bannen aufgrund von Fremdwerbung? Das ist nicht so gern gesehen. Oh Mann. Ehrlich? alles gut, ne? Nee, ist richtig, kann ich auch nur empfehlen.
So. Wie, Freunde? Erklärt's mir bitte. Wie hat sich die Tastenbelegung verstellt von allein? Räum mal deinen Desktop auf. Mach du erstmal Videos und Thumbnails und so einen Scheiß. Dann weißt du, wie so ein Desktop dann immer aussieht. Der war wunderbar aufgeräumt. Der Chat ist mein Zeuge. Aber jeder, der da irgendwie mit Bildbearbeitung, der weiß ganz genau, was ich meine. Das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Also nicht persönlich nehmen. Oder ernst nehmen. Yo, Agrario, see you on the other side. Herrlich. So. Hier habe ich meine Saatkombinationen für heute. Ich muss erstmal Raps legen. Und dann lasse ich erstmal ein bisschen den Tobi vorziehen. Einmal Dirk auf die stille Treppe. Ja. Abo, grüß dich. Ansonsten, Felix, machst du einfach den nächsten Rechtsklick auf dein Desktop, Symbole ausblenden und dann sieht er immer aufgeräumt aus. Aber da finde ich doch nichts mehr. Und dann gehst du wieder Rechtsklick rauf. Oh, der Umstand. Sind alle wieder da. Der Umstand. Ach, hör doch auf. Leg dir dafür eine Taste auf den Joystick als Macron. Das ist eine gute Idee. Genau. Und dann verstellt er sich wieder. Oh. Iseki? Nee, den würde ich sogar gerne fahren. Komm mir aber mit so einem alten Rübenruder an. Dann habe ich Urlaub. Wieso? Das war doch übel geil. Ja, das Mitfahren war cool. Das Fahren war auch geil. Ja. Finde ich auch. Ja, mit dem Hundegang musste man so ein bisschen erstmal sich reinfummeln. Aber das ja, aber da habe ich jetzt auch die Erklärung, dass ich meine Dings schon verstellt hat. War dann entsprechend gestern auch schon der Fall. Ich habe einfach eine Abneigung gegen Rüben und Kartoffeln. Ja, ist okay, ist okay. Ja, oh, Bjarne, moin. Bjarne, du hast gestern gefragt, wegen Greenscreen, ne? Ja. Warum können... Warum ist der so grün? Ja. Ja, weil er einen Greenscreen hat. Warum sieht man den nicht? Marco, lass dir nichts von Allrad erzählen, das ist natürlich Quatsch. Wir sind Medienpartner, wir sind mit Giants verpartnert, wir sind im Prinzip, ja, sind wir diejenigen, die Werbung machen für Giants und dafür bekommen wir das eher. Ja, und dafür muss man halt gewisse Zahlen erreichen und dafür muss man arbeiten. Und viel Content bringen und viel Zahlen bringen, wie es überall im Leben halt so ist. Also in diesen Regionen. Und ich habe mich da halt mal die letzten 1-2 Jährchen ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt. Jo. Wie steht's mit der Gesundheit? Ah, ich bin fast kerngesund. Schon besser. So, dann arbeiten wir nämlich auch gleich mit dem Vorgewendemanagement. Und wie ist denn das jetzt? Haben wir jetzt noch, wenn ich 6 Meter anhalten will, dass ich 3 Meter eingeben muss? Oder hat sich das jetzt nochmal geändert? Hä? Tobi weiß schon, was ich meine. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Okay, dann probier's aus. Der Modder sagte, das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Ah, okay. Also diese Abweichung. Gut, bei dem hier war es, glaube ich, so. Ich probiere das dann mal aus. Ich bin auch Partner und hab den nicht bekommen. Patschi, Patsch, was bist du denn für einer? Ich meine, das kriegt nicht jeder. Dann musst du schon, also ich weiß gar nicht, ob jeder das bekommt, aber du musst schon, ich glaube, wenn dann mindestens Bronze haben. Oder Bronzepartner sein, um das eher zu bekommen. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, wer es war. Jeder Affiliate mit Sicherheit nicht. Also, ich meine mal irgendwann Lars gehört zu haben, dass die das auch sehr, sehr stark geändert haben, ne? Diese Hürde ist höher geworden, um auch Partner zu werden überhaupt, ne? Beim Affiliate weiß ich es gar nicht, aber Affiliate ist ja nicht gleich Partner in dem Sinne. Ja, ne, das schon. Unterscheidet sich dann nochmal. Also es gibt einen Affiliate-Status und dann gibt es Partner-Stati. Bronze, Silber, Gold. So. Ja. Und ich weiß nicht, muss man jetzt hier natürlich auch nicht weiter thematisieren.
Aber ich weiß nicht, wo die Hürde für Bronze ist. Dafür musst du halt erstmal ein paar Versionen verkaufen, ne? Ja, wahrscheinlich. Samstag VIP-Platz. Seitenschein, Rollkragen, Pullover. Naja, dann hoffentlich hast du da auch eine Kapsel für dich. Aber es ist ja sehr edel, ne? Der kleine Bjarne, ne? Im VIP natürlich, ne? Fühlt er, da sieht er sich drin. Nice. Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja, Ehrenplatz. Ja. Digga, ich fähig hier gleich mal richtig durch. Ich verkaufe keine Besen. Was ist mit dir denn los? Ich reite da drauf. Ah ja. Merke ich mir. Ja, mach mal. Ich habe vorhin so einen Witz gelesen mit dem Besen und der Frau. Hm. Oha, Tobi, oh oh. Ja, warte, wie war der noch? Nee, ist. Das ist natürlich eine geile Idee, ne? Agrario wieder. Agrario? Kann man eigentlich auch Giants Editor-Partner werden? Im Spiel brauche ich gar keine Vorabversion. GE. Na, gute Idee. Ja, finde ich auch gut. Ach so, genau. Er hat was verschüttet. Sie sagt, ich hole einen Besen. Und er sagt zu ihr, das kurze Stück kannst du auch zu Fuß kommen. Ja. Und so war der. Oha. Ja, entweder der kommt oder der kommt halt nicht. Nee, ich muss kurz, aber. Ja, ist so. Hm. Ja. Der war top. Der war echt. Das wäre so semi. Fies, ja. Ja, ich habe da letztens auch erst ein schönes Foto gemacht. Warte mal, ich versuche mal, ob ich das in Discord von dem Besen? Kann. So ähnlich, ja. Ich guck mal, ob ich das mal eben gerade in Discord kriege. Sag jetzt nicht mit dem Parkplatz. Nee, Projekt Mecklenburg ist falsch. Oh Gott. LU Wohnzimmer. Share to. Wohnzimmer, ne? Packe ich das in Wohnzimmer? Grafikabteilung ist auch komm, falsch. Komm, pack's ins Wohnzimmer. Danke, Björne. Danke. Ich hau nachher noch einen raus. Ah, warte mal, welche war denn das? Ah, scheiße, den Knopf hätte ich drücken sollen. Ist da was angekommen? Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, es ist ein ähnlicher Knaller, muss ich sagen. Ist ähnlich gut. Ja, das Foto habe ich gemacht. Ja? In Soltau, im Heidepark, Halloween. Ich zeige euch das jetzt mal, Chat. Das ist, aber haltet euch fest. Haltet euch fest. War im Heidepark, Halloween, war mit dem Lütten. Bjarne, guck da jetzt genau hin. Ich fand das gut. Aber ich gedacht, das musst du unbedingt fotografieren. Das glaubt einem ja kein Mensch. Ja. Das ist ein Knaller. Kannst du mal machen. Kann man machen. Den kannst du einfach mal bringen. Ja. Finde ich aber auch. So. Dann drücken wir mal ein bisschen Raps hier in den Boden, wa? Geil. Mal gucken, mit der Kombo habe ich halt echt noch nie gearbeitet. Ich weiß gar nicht, wie viel Geschwindigkeit man da machen kann. Genau, 10 Uhr geht's morgen los. Ja, Fadi muss erstmal ein bisschen frühstücken, ne? Ein bisschen, ne? Kann ich aus dem Bett fallen und loslegen. Der Fadi. Auf, morgen geht das um 6 Uhr wahrscheinlich schon los. Nee. Oder keine Ahnung. Nee. Irgendwann geht das los, dann bimmeln die ganzen Discord-Erinnerungen auf dem Handy oder irgendwelche Benachrichtigungen. Ich bin wieder ganz hibbelig schon. Streamer online. Das geht erst ab 9. Alles andere bitte unverzüglich melden. Nee, 9 Uhr ist Embargo. Jetzt bin ich doch aufs falsche Feld gefahren. Ich muss da rüber. Ja, werden schon ein paar sein, denke ich mal. Wie lange? Ach, easy bis 17 Uhr. Easy bis 17 Uhr. Was wird denn alles gemacht? Na, alles angucken.
alles angucken. Mit euch zusammen. So, GPS. GPS, GPS, GPS. An. Automatische Breite. Vorgewende. So, das testen wir jetzt nämlich aus. Da tippe ich jetzt mal 6 rein. Zeige Linien. Yo. Da haben wir das schon mal an. Denn brauche ich. Ja, Bjarne. Ist alles vorbestellt, Digga. Kann losgehen. Na, Alter, was soll denn das? Ich möchte das Vorgewendemanagement anschalten. Stimmschutz, aber wenn ich immer bin, dann sehe ich erweitert durch die. Wo ist denn das Vogel? Wo ist denn. Wo ist denn. Sag mal, hör mal. Nee, ohne Randale-Leuchte. Erik 88 Lindros knallt ein Abo raus. Erik, danke schön für dein Prime Sub. Danke, danke, danke schön. Wo ist denn das Vogelwende? Hör mal, das Vogelwende-Management jetzt schon wieder hin. Ich hab's doch hier, Staubbearbeitung. Hä? Heiß verbaut. Vergessene 1. Oh, habe ich das noch nicht drin? Naja, wir sind nicht weit entfernt vom Shop. Dazu hast du es noch nicht drin. Ich dachte, ich hätte das. Ach, da habe ich das im Singleplayer hier in der Maschine getestet. Auf dem Safe. Und nicht im Multi. Habe ich es wohl noch nicht verbaut. Ja, ist ja schnell gemacht. Ja, ich bin ja auch nicht weit weg. Das geht schnell. Ja, da kommen die ja mal mit dem Laptop und dann ist das schnell drauf gebügelt. Richtig. Ist ja alles schon verbaut. So, nur Software muss ich noch schnell freischalten. Nur aktivieren. Also. Muss ich mal hier in die Gedächtniseinfahrt rein? Was? Na, hier zum Dings Werkstatt. Ich finde, das ist nicht so. Wieso? Was? Wieso ist das die Gedächtniseinfahrt? Weiß ich nicht. Das letzte Mal hast du da, glaube ich, gemeckert. Nee, gemeckert habe ich bei der Halle. Weil die scheiß Tore nicht hoch und runter gehen oder, das, oder oh, aufgehen. Das stimmt, da hast du auch gemeckert. Auch? Ey, Alter. Typisch Felix, Clip, sehr unkönnen. Was für ein Clip. Jo, das hat irgendeiner geklippt, das ist mir auch die Tage aufgefallen. Von der Mülleimerhalle. Echt, ja? Da muss ich, das ja. Möchte ich dann mal bitte haben. Ich habe auch, ich glaube, vorhin habe ich das gesehen. Mega gut. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ist auch besser. Der Inder war's. Siehst du? Typisch Bjarne. Felix, sehr unkonzentriert. Ja, ja, ja. Ich sag mal, ihr wisst ja gar nicht, auf was ich hier alles, ne? Ah ja, der Herr Inder. Ich werd verrückt. Man kennt ihn. Ja, such mal eben, Bjarne. Möchte ich mir dann nochmal reinziehen, wenn ich bitten darf. Lex mir am Arsch, ey. Modoclash gönnt die drei. Guten Tag. Guten Tag, Modoclash. Dankeschön für den Resub im dritten Monat. Oh, Freunde, ich freue mich sehr auf morgen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich 3 Kreuze mache, wenn die Woche vorbei ist. Weil just Montag, Kind krank, ich krank, Frau krank und dann so eine Woche. Ich bin ja wirklich froh, wenn es vorbei ist. Muss Jackpot. Ich ganz ehrlich sagen. Volltreffer, ja. Es war auch logisch, ich wusste das schon. Ich wusste, die Woche wird richtig heftig. Richtig stressig zumindest. Ich wusste genau, irgendjemand wird krank sein. Neben mir. Naja. So. Wir wollen uns ja aber nicht beschweren. Alrad hat recht. Jetzt fällt mir auch wieder ein. Da hat Tino nämlich noch vorher gewarnt und hat gesagt, ey, fahr da nicht rein. Da kommst du nicht raus. Warte mal, Stimmt. Bjarne hat das mal eben hier für uns rausrecherchiert. Ah, ja. Jetzt geht das wieder los. Ist ja doch ein schlechter Mensch, ne?
Nein. Dirk, nachher nach Feierabend bauen wir die aus. Ah. Was hast du denn? Diese verschissene Mülleimerhalle, das ist doch... So? Unglaublich. Oder die sind ehrlich. So geil. Das ist gut. Das muss ich mir wohl samplen. Ja, super. Ey, da haben wir aber auch... Tobi, gib's zu. Leck wir haben vor der Halle gestanden, selbst du hast den aufgekriegt. Das ist der letzte Schund. Ach ja, ach. Diese blöden Hin- und Herschiebetore da, da wäre ich... Ich verstehe das Problem gar nicht. Ja, wir sind da nicht so ruhig wie du. Das muss zack, bumm, auf und dann los geht's. Genau ja. So ist das. Zack, bumm, auf. Pass auf. So, ich guck jetzt hier, ich will jetzt hier, da will ich rein, ja, geht nicht. Dann mache ich hier zu. Und dann mache ich hier auf. So, will ich jetzt da rein und da hat sich das hier reingeschoben, mache ich hier zu. Ja, aber jetzt wollten wir zu zweit. Der eine will aus dem rechten Teil was raus und der andere aus dem linken. Was seid ihr? Ja. Da seid ihr aber auch ein paar clevere Piloten, du. Das ist natürlich dann schwierig. Oh, du Angeber, du brauchst eine Viertelstunde, bis du überhaupt, oder eine Dreiviertelstunde, bis du überhaupt erstmal losfahren kannst im Trecker. Und willst du uns erzählen, wir kriegen eine Halle nicht auf. Hi. Tja, Freunde. Da wird es aber wieder anders schwierig. Das ist das Alubon-Zimmer. Naja, jetzt haben wir es ja, ne? Ja, ich in Zukunft, ich lasse jetzt irgendwie mal Tobi oder ja, oder halt dich, lasse ich dann die Halle aufmachen. Der Chef macht die Halle persönlich auf. Ja, genau. Gut. Stellen wir uns vor, haben halt keinen Schlüssel. Tja, Pech gehabt. Ja. Zapfel Hydraulik ausschalten. Ne. Spurenreißer habe ich. Habe ich Spurenreißer? Weiß ich gar nicht, ob der welche hat. Lassen wir mal an. GPS-Führung pausieren, ja. Nur Guided Steering, Vorgewende, Automatik, nur Guided Steering, drin zu lösen. Okay. Dann schalten wir das Gerät jetzt an. Wo ist das jetzt hier schon wieder? Das müsste ja eigentlich alles soweit sein. Dann brauche ich hier eigentlich nur loslegen. Unwort des Jahres, verschissene Mülleimerhalle. Ist nicht schlecht, ja. Das sind zwei. Nee, das ist eins. Das ist eins. Verschissene Mülleimerhalle, das ist eins. Ein Hashtag draus. Genau. Mann, du musst doch mal in Hashtags denken. Du musst doch jetzt auch mal in 2021 ankommen, Dirk. Also, hör mal. Hashtag verschissene Mülleimerhalle. Ja, Mann. Sehr geil. Genau. Oh Gott, ehrlich. Ist doch ja, ganz klar. Ja, von mir aus. Von mir aus. Ja. So, pass auf. Jetzt machen wir hier noch Automatik rein. Abstand haben wir 18 Meter. Sehr schön. So machen wir das. Ah ne, warte mal. Nur hinten. Spurführung zeichnen. Gibt's einen 24-Stunden-Stream? Ich hab ein Kind. Ich bin kein 24-Stunden-Streamer. Wie lange streame ich morgen? Ja, locker bis 17 Uhr. Easy peasy. Vielleicht dann später nochmal oder am Wochenende nochmal. Muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. 17 Uhr? Du hast ja was vorgenommen, ne? Ja, nur hallo. Ne, neuer Titel, das muss doch gebührend begrüßt werden. Ah, ja, natürlich. Ich dachte, du machst irgendwie... dieses Wochenende eine Ausnahme und machst dann Samstag, Sonntag noch, aber... Naja, ist ja die Überlegung.
Also, ob ich Samstag, Sonntagabend vielleicht mal noch mache. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Kannst du auch einen 24-Stunden-Stream machen, bis halt 18 davon nicht am Rechner. Das geht natürlich auch, ja, das So, wie war das jetzt? Vorgewendemanagement ist jetzt quasi... Ach so, nee, das ist doch schon aktiv. Ich bin jetzt hier auf 9 km/h. Eingestellt haben wir hier. Machen wir mal 12. Und er müsste jetzt ja automatisch davon ausheben. Seine Mutter kann sich ja um den Kleinen kümmern. Ich möchte ja aber auch selber mich gern um mein Kind kümmern. Ja, ja, wie gesagt, ich habe 6 Meter eingestellt. Und das sind... Ja, das könnte passen. Tauch hin, Mäuse. Nee. Also, wenn ich... Oh, wo fährt er denn hier lang? Was? Warte mal, warte. Wenn ich... Ich möchte 12 Meter haben, tippe ich 6 Meter ein bei meiner Combo. Das funktioniert dann. Weißt du, ich mein? Ich habe jetzt bei mir... Wollte ich 12 haben und bin bei 9. Okay. Eingestellt. Ja. Was das hast du für eine Arbeitsbreite? 12 oder was? Nee, 6. Auch 6, okay, das ist ja interessant. Also ich wollte dann halt, ne, zweimal rum als Vorgewende. Ja. Aber einstellen musst du 9, damit es ungefähr hinkommt. Okay, das ist ja wirklich interessant, dass er das von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich macht. Ja, er greift sich da wohl immer eine unterschiedliche Note ab, was ich nicht so richtig verstehe, aber... Durchfallmann. Ja, morgen von 10 bis, weiß ich nicht, locker 17 Uhr oder so. Warum der Name? Durchfallmann? Ja, ja. Ich hinterfrage die Namen meiner Zuschauer nicht. Beste. Dr. Manni, grüß dich, moin moin. So, jetzt wird da hier ein Schuh draus. Das Schöne ist, ich muss gar nicht überprüfen, was für ein Saatgut wir drin haben, weil wir den Realistic Seeder wieder am Schlüssel haben. Und ich hoffentlich Raps befüllt habe. Schlüssel? Was ist mit denn? Was? Am Schlüssel? Kennst du das nicht? Am Start haben. Verschissel, Manissel, Telewissel und sowas. Kennst du es noch? Und davon abgeleitet Stissel. Ja, ja. Also nicht, gut. Nicht der Stissel. Alles gut. Ihr wisst schon. Ja, ja. Hast du nicht. Da hast du den Clip bei Homewrecker Hugo gesehen von GTA? Nee. Mit an die Wand. Mit an die Wand. Hast du nicht gesehen? Nee. Schade. Da hieß auch einer an die Wand. Also Andi war... Ja, 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 ist klar. Ja. Und dann wurde von der Polizei wurde er angehalten und er sagt dann los an die Wand. Was ist denn? An die Wand. Ja, was ist denn? Hä? Zeigen wir mal hier einen Ausweis. An die Wand? Wieso heißt der an die Wand? Was für Scheiße. Auf jeden. Also, mal abgesehen von den Alpine-DLC-Geschichten funktioniert das hier mit dem Vorgewendemanagement und mit dieser Note und dem Abstand zum Vorgewende funktioniert aber alles sonst jetzt gut, ne? Ja, perfekt. Ja, perfekt. Gut, da geht man das dem Kollegen heute noch so durch. Ich war da echt bummelig. Er hätte das nämlich schon lange wieder einschicken wollen, Freunde. Aber ich habe das zeitlich einfach nicht hingekriegt. Das ist, war nicht möglich. Das ist also wirklich, kann ich nur empfehlen, wenn es draußen ist, holt's euch. Das macht richtig Spaß damit. Ja. Sehr entspannt. Ich hab am Anfang auch großkotzig gesagt, ach, brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe ja Joystick, den ich programmieren kann. Aber hier sind halt auch Automatismen dahinter, die mit VCA zusammenarbeiten, die mit Guided Steering zusammenarbeiten. Das macht einfach Spaß. Ja. Das ist einfach nur geil. So ist es. Auf jeden Fall. Du konntest halt über Makros konntest du einiges schon abbilden, aber das hier ist nochmal das i-Tüpfelchen. Ja, definitiv. Ja. Na, jetzt hebt er gleich wieder automatisch aus, wenn ich bei 6 Meter bzw. bei 12 Meter angekommen bin. Geht aus der Spurführung raus. Ich muss nichts machen, jetzt drehe ich um. Lenk rein.
drücken Knöpfchen, das war's. Du musst aber die Geschwindigkeit noch absenken. Du drehst zu schnell, das geht nicht. 10 km/h dreh ich. Das ist zu schnell. Wieso ist das zu schnell? Jo. Dreh mal mit so einer Sämaschine und dem Tank auf dem Feld mit 10 km/h. Na, das geht nicht. Das ist ein bisschen heavy. Also 6 oder 7. Gut. Ja, das ist dann aber. Okay. Manfred, grüß dich. Ja, Manfred. So viele Realismus-Skripte werden im LS22 fehlen. Ja, die werden erstmal fehlen, aber die werden noch kommen. Das ist sicher wie das Abend der Kirche und jeder Teil hatte irgendwas Neues dann dabei. An Skript, was dann noch hinterher gekommen ist. Erstmal fehlen alle. Erstmal fehlen alle, ja. Ich glaube aber auch, dass Precision Farming, darüber habe ich wirklich keinerlei Informationen, aber ich glaube auch, dass Precision Farming im 22er mega geil wird im Vergleich zu jetzt im 19er. Moin, ja. Marcel, grüß dich. Moin. Ich hatte mich gewundert, dass jetzt zum Ende das Precision Farming nochmal auf den 19er angepasst wurde, ne? Da ist ja auch eine Update. Neue Version gekommen. Ja, nee, ja, genau. nee, das ist dieses Precision Farming Add-on-Ding. Hä? Ja, okay, wo du jemanden losschicken kannst zum Bodenproben nehmen und sowas. Ach so, okay. Das hat mit dem Precision Farming gar nichts zu tun. Ah ja. Wenn Giants das Modden erlaubt, warum sollte Giants das Modden denn nicht erlauben? Der Landwirtschaftssimulator lebt von Mods. Ohne Mods wäre der Landwirtschaftssimulator tot. Warum sollen die das nicht erlauben? Natürlich erlauben die das. Sicher. So ist es. Punkt. Ja. Also ganz safe. Ganz safe. Ey Mensch, wir haben doch jetzt hier wieder Tablet. Warum nutzt es denn der Kollege hier nicht? Ach ja, der neue Gerät. Ja, danke für deinen Tipp im Übrigen. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Qualitätsstufe. Bei so fast dem gleichen Preis, ja? Das ist echt richtig gut, das Ding. Ja, ich war so auf dem ersten Eindruck. Mega gutes Display, also es reagiert sehr, sehr feinfühlig und gut. Ist echt super, schön knackig, scharf. Und das für, was kostet das Ding? 170, 160 oder sowas? Ja. Fair, echt fair. Definitiv ein fairer Preis. Also so viel hat das andere auch gekostet, ne? So viel hat das andere auch gekostet und das ist nicht so gut, finde ich. Okay. Ich meine, den Defekt, den ich hatte, den lasse ich mal außen vor. Das kann dir immer bei jedem Zeug passieren, ja, ne? Ja, denke ich auch. Da will ich gar nicht was gegen das andere Tablet sagen, aber das ist leichter, hat ein knackigeres Display, reagiert besser, das ist einfach besser. Ja, cool. Ja, schön. Ja, freut mich. Ja, danke, auf jeden Fall, Tobi. Bin mal gespannt, wenn meins dann auch irgendwie den Geist aufgibt. Ich hatte das ja noch eher, also das ist ja älter als deins, von daher müsste meins ja jetzt auch mal irgendwann den Geist aufgeben. Nee, ich war ja mit dem an und für sich auch völlig zufrieden, ne? Also ich hätte jetzt keinen Grund gesehen zu wechseln, aber... Kauft sich Giants eigentlich Modder ein? Würde ja Sinn machen. Ne. Also Giants entlohnt ja, auch wenn es ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, das wissen wir alle. Aber Giants entlohnt ja Modder im Mod-Hub für ihre Arbeit. Meines Erachtens können sie da ruhig mal ca. 100% draufpacken. Aber das kann man auch nicht von denen verlangen. Immerhin gibt es eine Basis, auch wenn die halt dünn ausbezahlt wird. Naja, ich meine, in dem Moment, wo du den Giants-Editor verwendest, stimmst du ja zu, dass du alles, was du da baust im Giants-Editor, umsonst an Giants weitergibst. Also von daher, Ist das Problem. Die müssen auch ja dem Monat gar nichts geben. Gar kein Problem. War jetzt einfach nur eine Aussage von mir, ne? Nee, klar. Also, natürlich hast du realistisch gesehen recht, ja. Ne? Klar. Ja. Das ist überhaupt gar keine Frage. Da bin ich voll dabei, aber halt, verlangen darf man es einfach nicht. Nein. Weil da natürlich jeder dem Ganzen zustimmt in dem Moment. Ja, natürlich. Bjarne, gerade eben nochmal, mein letzter Besuch beim Friseur ist auch schon wieder long her. Wierig. Nee, eigentlich kann man. Oh, der geht. Doch ja, der geht. Ja. Tablet ist ein Lenovo Tab M10? Ist das M10? Mhm. M10 und das ist Full HD Plus. Es gibt auch noch ein normales Full HD. Ich weiß gar nicht, wo da jetzt der Unterschied so wirklich ist. Aber ich dachte, wo Plus draufsteht, das ist super, das nehme ich. Da muss ich auch passen, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht.
Aber die haben 16 zu 10 Auflösung, 1920 mal 1080. Ne, 1920 mal 1200. Und es ist mega gut. Es hat relativ dünne Ränder für so ein günstiges Tablet. Und vorher hatte ich ein Blackview 8 von Amazon. War auch okay. Hat seinerzeit, glaube ich, 140 gekostet. Also nochmal ein paar Euronen weniger, muss man fairerweise sagen. Ich weiß es echt gar nicht mehr. Keine Ahnung. Wobei, ich müsste mal gucken. Letztes Jahr zu, wann war das? Weihnachten? Habe ich nicht zu Weihnachten noch eins gekauft für den Lütchen? Oder war das Geburtstag? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich noch ein zweites gekauft. Ja, das, ja. Läuft auch noch. Wie gesagt, ich habe einfach Pech gehabt. Da gab es einfach irgendeinen Defekt und sonst hätte ich es auch nicht gewechselt. Ah ja. Silieren, BGA silieren, das ist kein Problem, Paribsbla. Wir haben dort schon Silage reingeschmissen. Hast du die BGA gekauft? Vielleicht musstest du dafür kaufen? Weiß es nicht, weil wir haben sie gekauft, das Gelände. Man muss sich nicht eigentlich tanken? Nö, muss ich nicht. Ach, kein Allrad an, ey. Chat, was sagt denn jetzt eigentlich mit der Setup-Cam? Ich habe die halt ein bisschen größer gemacht. Dafür den Rahmen weg und diesen Durchlauf mit reingesetzt. Ist das ein bisschen... wie? Was sagt ihr denn? Ich finde es gut. Ich finde es nicht Chat, aber... doch, naja, nee, aber... also ja, aber nee. Ich fand das eigentlich so chillig. Es sticht weniger, vielleicht. Ja, also ich finde es richtig gut. Sieht sehr gut aus. Tipptopp. Supi. Fast so gut wie ich, Björn, das weiß ich nicht. Nö, also mir gefällt es. Ich hätte da noch ein bisschen rumgedoktert und ich finde, jetzt ist der Stream ein bisschen ruhiger, ein bisschen chilliger. Ich könnte vielleicht den Stream-Chat noch ein bisschen weiter runtersetzen, ha? Obwohl ist eigentlich auch egal. Wenn ich so sehr stört, da glaube ich nicht. Nein, der stört auch nicht. Das Online-Team hat ja bekannt gegeben, dass am Release-Tag der erste Mod rauskommt. Durchaus möglich. Ich meine, das Hot Online-Team wird wahrscheinlich, haben die auch schon eine Version, also meine Wenigkeit hat zum Beispiel auch schon eine Version seit Montag und wenn ich jetzt des Moddens mächtig wäre oder da Bock drauf hätte, hätte ich auch schon mal reingeguckt. Na, und vielleicht stellt man dann fest, auch das und das und das ist recht easy umsetzbar. Und kann man schon mal machen, weil man da noch was anpassen muss. Aber möglich. Danke, Campervirus. Ah, Bjarne, doch, ich glaube, du hattest mir mal irgendwo hatte war mal ein Bild drin, aber ich ist auch wurscht. Dankeschön für eure Follows auch, Freunde. Wir sind jetzt bei 17.981. Mal gucken, ob wir die 18.000 noch schaffen. Können im LS22 Wildunfälle? Nein, ist FSK 0 das Spiel. Und um FSK 0 zu behalten, ist das natürlich ausgenommen. Bin anonym, das ist doch auch okay, Björn. War ich auch eine Zeit lang. Ich auch eine Zeit lang mich nicht zeigen wollen. Ich überlege die ganze Zeit, was ich ursprünglich beim Händler noch kaufen wollte. Ich habe Mineraldünger gekauft. Den wollte ich auf jeden Fall kaufen, aber irgendwas wollte ich noch. Irgendwas fehlt ja also noch, ja. Ja. Kann man nicht sagen, was... Kalk? Nee. Kalk wäre erst im Frühjahr dran. Tja, Pjana. Da sagst du so, komm mal, in mein Alter. Nee, irgendwas, was auf dem Anhänger ging. Irgendwas, was auf dem Anhänger ging, okay. Ja, irgendwas, was auf dem Anhänger ging. Nee, ich trinke kein Wasser, ich trinke Booster. Ich kann es wirklich kaum erwarten, bis
diese Gerätschaft da ist mit dem Blinkerhebel und allem. Ich brauch das echt, ey. Für Vorgewende, zack, 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 zack. Blinkerhebel als Shuttle-Control, meine ich, nutzen. Oben vorwärts, unten rückwärts. Oh, ach, geil, ey. Ja. Würde ich mir auch hinstellen. Ja, definitiv. Ja, definitiv, ja. Es gibt ja schon so Umbausets auf eBay, aber ich traue dem ganzen Braten nicht so. Also es gibt's ja schon eine ganze Weile. Ah, ich wollte das Ding dann nicht auseinanderschrauben. Geh ich nie wieder zusammen, dann ist kaputt. Charmant wie immer, sag ich dir, Feli. So ist er da, Bjarne. Weißt du schon, auf welcher Map du morgen anfängst? Das lasse ich euch entscheiden. Ich habe im MG-92 so eine Schaltwippe. Ja, habe ich auch, aber da habe ich hier Blinker drauf liegen. USA mit 5 Millionen PS über den Ackerballern. Ach, Bjarne. Das fetzt doch nicht. Nee. Piep, piep. Also das Piepen hört man jetzt auch nicht mehr, das ist schön. Also so kann er das Vorgewendemanagement auf jeden Fall nochmal einreichen, halt ja. Der Hinweis mit dem Alpinen, ne? Ob er da noch einen Workaround genau. Findet. Was das nur wieder ist. Das wissen wir einfach nicht. Man kann es ja nicht sagen, weil um das sagen zu können, müsste man ins Alpin reingehen. Ja. Das darfst du ja nicht. Das wäre wieder zu forsch. Ja. Ja. Meister, konntest du schon den LS22 runterladen? Ja, am Montag. Am Montag habe ich den Zugang bekommen. Deshalb, ich habe für euch schon 3 Videos aufgenommen, gerendert und hochgeladen. Freitag, Samstag, Sonntag. Jeweils 9 Uhr. Mach mal das Licht aus, vielleicht leuchtest du dann im Dunkeln, Bjarne. Hm? Ja, Werner. Ach, Werner kommt immer zu diesen Momenten. Ja, 3, Werner. Ich kann, also, ja. Mehr schaffe ich nicht. Immer diese Momente. 3. 3. 3. Türanfänger. Häng mal eine Null hinten dran. Loser. Ja. Bianca, moin. Ja, hier vorne sind das aber Kinder. Kinder 12. Wie ist der Eindruck vom LS22? Das kann ich nicht sagen. Das sage ich euch morgen. Ach. Werner Burning Gamers spendiert 1000 Bits. Aufmunterung D3D. Das ist ein Kunde, ey. Du bist ja ein Kunde. Werner, danke dir. Ja, ich fühle mich schon viel besser. Jetzt geht's wieder. Danke. Weißt du, wenn ich, ich mach mein Zeug. Digga! Und. Korrupter Unterstrich. Ach, Bjarne, Alter. 5 Abos. Da war der Lohn mal wieder eher da, was? Bjarne, dankeschön für deine 5er-Bombe. An Angus, ja, Agrafe, nee. Hannes Kreuzer, an Feli und Tobi 0100. Du sollst doch nicht immer gleich alles verballern, Junge. Ey, echt mal. Aber gut, wenn der Feind nachher natürlich unter VIP-Loge ist. Das ist jetzt ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, zack, 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 raus die Scheibe. Ja, wenn ich da sitze und 3 Videos mache und schon völlig am Ende meiner Kräfte bin und stream hier und stream da und dann höre, was die Kollegen alle so fabrizieren, dann denke ich mir, ja, Bruder, muss los. Was ist ein Waschbär im Fitnessstudio? Eine Waschmaschine. Uff. Ei. Heute ist aber geschlechte Witzetag, oder? Muss ich mal schon so sagen. Vorgewendet, meine ich. Sitzt auf dem Baum und winkt. Ein Huhu. Oh. Jane hat angefangen.
Heute ist doch noch gar nicht Flachwitzetag. Es kam ja auch noch Kenner. Ja, manche lese ich vor. Manchmal wage ich auch einfach was. Einfach mal lesen, bevor man es vorher durchliest. Genau, Janis. Nicht immer und nicht immer an allem. Aber manchmal. Ach, Meister, Alter. Da wieder so anders widerlich. Jakob Weißmann, aber kann ich jetzt noch nicht beantworten. Pfui Deibe, genau so sieht's aus. Na, hier. Vielleicht hat man unseren Felix nicht so. Ja, nö, ja. Morgen um 10 geht das los. Jo. So, Leute, ne. Ne. Ich hätte mich gerade gefreut, als ich gelesen habe, es gibt eine neue Folge Benjamin Blümchen, aber dann war es halt doch wieder nur. Dann war es halt doch wieder nur geistiger Dünnpfiff hier wieder. Mann. Wonach riecht's in der Villa Kunterbund? Nach Pippi. Oh Mann, ey. Oh. Bastet. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Kartoffelpü. Könnt ihr mir kurz mein Setup erklären? Bin das erste Mal da, schaut echt leiwand aus. Ja, kann ich machen. Ich habe hier ein Lenkrad. Schaltkulisse, Joystick, Seitenkonsole und ein Tablet, auf dem Sim Dashboard läuft. Dann habe ich noch ein Headrack-System aktiv. Ja, das ist es, ne? Ey, nicht ausklappen, einklappen hier. Was macht er denn? Was macht er denn? Leck's mir im Arsch, ey. Christian, der SH gönnt die 9. Christian, danke schön, wenn du das im 9. Monat. So lang ist das schon wieder her. Danke dir, Mann. Oh, Poppy ist gut nur. Ach nee, und jetzt habe ich auch noch den Chat eingeblendet. Also eine Scheiße. Benehmt euch. Ja, Mann, ey. Ein schwedischer Türsteher. Lass er reinströmen, das ist schon gut. Ich bin eigentlich ganz gut. Nee, den Bauch laufen. Besser. Nee. Das, nee. Was für eine Scheiße, echt. Oh, Leute, wie sind wir jetzt eigentlich dazu gelandet? Bei einem konstruktiv, technisch ausgefeilten Plausch zu irgendwelchen schmutzigen Flachwitzen. Ich verstehe den Werdegang dieses Streamabends heute nicht. Der Abrutsch kommt ganz schnell. Ja, das ist. Ich glaube, das ist, als mein Lieblingswerner gekommen ist. Ne? Da ging das runter. War Werner das? Nee, wir hatten hier angefangen. Irgendjemand hat hier. Warst du das, Dirk? Du hast doch mit Flachwitzen angefangen, oder? Nee, warst du das, Tobi? Bjarne? Nee, ich glaube, weiß ich nicht. Doch, Bjarne. Ey, Werner, was war denn das überhaupt für ein Lifehack? Oder Allrad, das kann auch sein. Was war denn das für ein Lifehack mit den Gummibärchen auf der Herdplatte? Was? Hast du die Story nicht gesehen auf Instagram? Nee. Müsst ihr mal bei Werner, müsst ihr mal bei Burning Gamers vorbeigucken. Fand ich echt ziemlich gut. Moment, das haben wir noch gleich.
Du warst das, Allrad. Schäm dich. Ab in die Ecke. Und ich möchte nicht, dass du dich umdrehst. LWS Brandenburg, Moinsen. Ab in die Ecke, Tür von außen zu, mal eine Türklinke festhalten. Was habt ihr denn für Geräte auf 12 Meter? Gar keine. Die 12 Meter, die er anhält, hält er am Dreipunkt an. Wir haben 18 Meter Arbeitsbreite in der Pflege. Und ich habe eine 6 Meter Drille und wir machen ein Dreier-Set, also 6, 12, 18. Wieso habe ich den denn hier noch nicht abonniert? Das ist ja wohl unverschämt. Das ist schon mal ein Kaffee hier, oder was ist das? Ein Kaffee? Ja, der trinkt viel Kaffee, sehe ich gerade. Ja, das kann sein. Aber wo ist denn? Wieso sehe ich denn hier keine Story? Ja klar, Mann, die dritte Story. Burninggamers.de. Ja, Moment. Unleashed Boys, hallo. Oh ja, was ist Ui? Wir kriegen Post. Was? Ich war zu schnell. Oh! Hat's geblitzt. Oha. Hat's wieder geblitzt. Nochmal, Unleashed Boys, hallo. Ich habe mir eine Frage. Eventuell können wir das beantworten. Ich habe mir den LS22 vorbestellt. Wurde heute als verschickt markiert. Und bei der Lieferinfo steht, wird geliefert bis Freitag. 19. November. Kann ich davon ausgehen, dass morgen Samstag das oder erst Montag? Ist eine DVD und keine digital. Es kann sein, dass es eher da ist. Aktivieren musst du es aber trotzdem online. Also kannst du da auch nichts eher mit anfangen. Außer dein Key ist schon freigeschalten. Aber das wird in deinem Fall nicht so sein. Also du wirst das alles installieren können, aber aktivieren und spielen kannst du es nicht. Die werden erst am Montag freigeschalten. Seht ihr, wie gekonnt er manche Sachen überliest? Das ist nicht gekonnt. Was denn? Ich filtere nach ernst gemeinten Fragen. Aktuell. Eure Flachwitze, die werden doch angezeigt. Bei Zug und Milchlasterwitze reagiert er einfach nicht. Nee. War ich nicht. Jetzt habe ich es auch gefunden. Ja. Ich war verblüfft. Ja, ich bin es auch gerade. Aber den gibt es zweimal. Es gibt einmal Werner Burning Gamers und es gibt einmal burninggamers.de. Ja. Und ich hatte zuerst Werner. Ach so. Burning Gamers. Ich habe doch gesagt, musst du auf Burning Gamers gehen. Ja, aber nachdem ich schon eine halbe Stunde gesucht habe. Ach so. Sorry. Ah, man kennt ihn. Ja. So, jetzt muss ich mal hier eben schnell gucken. Hatten wir im Meistertask noch irgendwo ein Rapsfeld? Auf der 11 nach dem Kreisel. Der 11, das lasse ich vielleicht mal. Oh, wer ist denn auf der 11 zu? Dirk ist da eingetragen. Rapsaat, wenn möglich, mit Unterfußdüngung beider Saat. Hm. Hast du die 11 schon gekreiselt, Tobi? Nein, da will ich jetzt hin. 17 habe ich erledigt. Oh, hier klappt wohl schön. Ah, ich habe mein Headtrack-System verloren. Ja, scheiße. Ich habe mir... Warte mal, ich muss mal eben absetzen. Ich erzähle schon mal, ich höre jetzt nur gerade nicht. Ich habe mir doppelseitiges... Also, ich habe mir Klettband bestellt. Auf deinen... war auch dein Tipp mit dem Klettband, Bobby. Aber die Klebefläche hält nicht an der Plastik so richtig von meinen Kopfhörern. Ja. So, jetzt höre ich wieder. Vielleicht hätte ich es einmal mit Reinigungsalkohol abwaschen sollen. Immer zu empfehlen. Ne? Oder ein vernünftiges Klettband nehmen. Ja, das klebt schon wie Bolle, aber ich glaube, goodbye, dass ich es entfetten muss, vorher noch die Klebefläche da. So, was ist jetzt hier? Tempomat? Achso, ich verstehe. Gute Nacht, Bjarne. Ciao, ciao.
Gerne, ciao. Mach gut, ciao. Schlaf gut. Dann muss ich das wohl nochmal machen. Nö, das Glättband sonst ist supi. Ich habe jetzt nicht das gute mit den zwei Dingsies genommen da. Da war ich mir zu geizig. Wie mit den zwei Dingsies? Was ist das denn mit den zwei Dingsies? Na, der Ziffer und den Buchstaben. Ich verstehe ja keine Schleichwerbung machen. Ach so. Da hätte doch Dirk bestimmt was machen können, Mensch. Ja, stimmt. Ach, Problem ist nur, ich habe da Mindestbestellungen. Da hätte ich dir wahrscheinlich Kartoffeln. 48 Rollen oder so. der macht schon genug. Kannst du die Bayer deine Mikrofone empfehlen? Na, dann überleg mir die auch zu holen. Ja. Die haben ein einziges Problem. Nach einer gewissen Zeit gibt's sowohl bei DT99 als DT77, sind ja im Prinzip baugleich, nur offen und geschlossenes Gehäuse, gibt's Kabelbruch. Hatte ich bei meinem DT990er. Ansonsten sind die Dinger Bombe, preis-leistungstechnisch richtig gut. Kann ich persönlich wärmstens empfehlen. Hast du bei denen jetzt auch kaputt? Nee. Nein, der ist jetzt nicht kaputt. Beim 990er, da war dann der linke Kopfhörer taub. Ist da irgendwo gebrochen. Ja, aber dann hast du ja... Ach so, Moment. Kabelbruch. Also, genau, aber den du jetzt hast, der hat noch keinen Kabelbruch gehabt. Nein. Okay. Der noch nicht, der läuft. Aber ich glaube, ich bin dann doch eher der 990-Nutzer, also der halboffen. Halboffen, ja. Also, weil irgendwie hatte ich das... fühlte sich das für mich komfortabler an. Ich kann nicht erklären, warum. Und beim Geschlossenen kriegst du ja wirklich nichts mit, ne? Ja. So soll es sein. Ne? Ist ja auch gut so. Dafür hatte ich ihn auch geholt. Aber ich glaube, so das halboffene. Ja. Hauke, mit welchem Programm hast du das Tablet im Spiel verbunden? Sim Dashboard nennt sich das. Dankeschön für eure Follows, Freunde. 17.990. Noch 10. Noch 10, dann haben wir 18. Und das vor dem 22. Das ist schön. Das freut mich. Ja, Problem. Der Mod, wo man Fahrgassen machen kann, manchmal hebt er sich einfach nicht die Seemaschine. Na, die musst du selber ausheben. Also Proceed hebt er die Seemaschine nicht. Aber interessanterweise, wo ich jetzt einmal hier aus meinen Geschichten raus bin, hält er jetzt die Wendegeschwindigkeit nicht mehr ein. Kann ich aber gerade nicht nachvollziehen, wie und warum. Dann werden im 22er Safety 20k geknackt. Ja, da gehe ich auch von aus. Und die Frage, wann. Da habe ich es aber auch nicht eilig. Also das ist alles easy. So, dann wechseln wir mal hier auf den manuellen Modus. Lex mir am Arsch, ey. Toolmaker 76 gönnt die 3. Toolmaker, dankeschön für das im dritten Monat. Dankeschön. Monstrum, moin. So, dann seht ihr gleich, warum ich genau hier dann so ausgehoben habe. Wir arbeiten jetzt einmal von außen nach innen. Ach so, Freunde der Sonne, ich ziehe am Draht. Das ist ja auch nicht schlecht, Jagger. Habe ich es auch noch nicht gehört. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht, mein Lieber. Schönen Abend, gute Nacht. Hau rein. Okay, machen wir das doch mit der Automatik, sonst piepst hier die ganze Zeit rum. Ja, den Piepton, den habe ich auch irgendwann abgeschaltet. Der hat dann irgendwann genervt, ne? Ja, na, jetzt brauche ich ihn halt nicht mehr. Jetzt brauche ich das Vorgewendemanagement nicht. Ja. Aber ist ja okay, dann schalten wir den hier einfach ab und gut ist. Ja, ist auch schön, dass es jetzt funktioniert. Das ist perfekt. Das stimmt. Ich meine, wenn ich am Ansehen bin, dass einfach die Seemaschine in die Höhe geht. Ich verstehe das Problem ehrlich nicht. So habe ich denn hier 6 km/h nur auf dem Dings stehen. Wird das LS22 einen Preload haben? Wenn du die Digitalversion von Giants vorbestellt hast, ja. Preload am 21.
Dann kannst du das runterladen, dann ist das alles schon fertig. Und am 22. kannst du dann deinen Key aktivieren. Ist das die aktuelle Version vom Vorgewendemanagement? Nein, eine bereits überarbeitete Version. Wir arbeiten mit dem Modder zusammen und testen für ihn halt auf dem Deity-Server und haben etliche Sachen noch gefunden, weil auf dem Deity verhält sich immer alles anders. Selbst zu einem gehosteten Multiplayer-Spiel ist das immer nochmal ein Unterschied. Und haben ein paar Sachen gefunden, ein paar Sachen wurden gefixt, ein bisschen was wurde dazugenommen. Und ich denke mal, die wird dann bestimmt bald released und hoffentlich dann auch relativ zügig im 22er. Ob Steam einen Preload haben wird, weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Also weiß ich wirklich ganz ehrlich nicht. Doch, Alrad, das ist eigentlich geplant, dass die noch kommt für den 19er. Ja, denke ich doch. Also, wie gesagt, die Frist ist so ein bisschen verpasst für die Runde diese Woche. Das liegt aber ein bisschen an mir, den Hut setze ich mir auf. Das habe ich nicht rechtzeitig geschafft, die Dinge noch zu testen. Aber doch, das also für den 19er. Ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Also, ich denke mal schon, dass er das für den 19er noch bringen wird. Ja. Und dann sicherlich daran arbeitet, das auch in den 22er zu bringen. Das denke ich auch. Ja. Freue mich wie Wolle am 22er. Ja, wird schon gut, wird schon gut. Wir gucken uns das morgen mal in Ruhe an. Wer das noch nicht mitbekommen hat, ich streame morgen von 10, ja, bis easy 17 Uhr den 22er. Wer da Bock hat, mal reinzuschauen, feel free. Ich freue mich. Und dann werde ich mal sehen, ob ich dann abends nochmal mit reinschneie oder Samstagabend nochmal oder Sonntagabend. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Meine Freundin ist davon natürlich überhaupt nicht begeistert, ne? Aber gut, das wird toleriert. Du musst dich aber auch mal irgendwann durchsetzen, ne? Ja. Was passiert denn jetzt? Wieso geht mein Scheibenwischer an? Oh Scheiße, ja, fängt's an. Oh, das ist gut. Ich bin mit dem Feld faktisch gleich fertig. Aber ich bin jetzt auch fertig mit Flügen. Ich habe die Fläche jetzt durch. Auch schon. Wovon ist die Frau nicht begeistert? Naja, ich bin die ganze Woche entweder im Video drehen oder am Stream. Da kommt natürlich alles andere ein bisschen kurz. Na, hier passt das, aber dort war ich nicht ganz sauber. Wie, du bist nicht ganz sauber? Bin ich ganz sauber, prinzipiell, ja. Habe ich im Real Life was mit der Landwirtschaft zu tun? Nein. So, hier passt das auch nicht ganz. Dann schalten wir die Gasse mal ab. Können wir hier eine Teilbreite vielleicht machen? Wie war denn das mit der Teilbreite? Welche Tastenkombi waren das? Nehmen wir mal hier. Steuerung links R oder so? Ich weiß nicht, ich hab's gerade. So, jetzt habe ich rechts abgeschalten. Mal gucken, ob das reicht. Sparen wir ein bisschen Saatgut. Bin schon hyped auf den morgigen Stream. Ja, ich auch. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr drauf. Ah, so richtig gut ist es nicht hier. Ich doch auf volle Breite gehen müssen. Ich ziehe noch so ein bisschen eine Rille hinter mir her. Schade. Was ist denn der Kollege? Warum sehe ich den nicht? Ach, da oben ist er. Mhm.
Wisst ihr, ob ein New Holland stufenlos ist? Gibt's sowohl als auch, ne? Aber also die neueren sind... Ne, es gibt Lastschaltgetriebe und es gibt stufenlos Getriebe. Gestern wie heute. Beim Vario hast du da auch zwei Stufen, also quasi Stufe 1 und 2. Hier jetzt? Nee, im 22er. Kann ich nicht drüber sprechen. Ja, ist klar, stimmt. Ha! Morgen früh im Stream, ne? Ich, ja. Gucke um 10 mal rein. Ich habe ja Homeoffice morgen. Ah ja. Und dann mache ich das mal nebenbei ein bisschen an und dann frage ich da nochmal. Ja. Was ich beruflich mache, Büro. Büro, sonst hast du immer Fuzzi gesagt. Büro, Fuzzi. So, arrogant, ey. Ah ja, passt das aber auch nicht so richtig, ey. Wieso denn nicht? Wieso ist denn hier so eine fette Lücke? Merkwürdig. So, naja, schön. Fahren wir auf den Hof. So kann ich nicht drillen. Achso, Hundegang wollte ich noch im Roder testen. Was hast du für eine Headcam auf dem Kopf? Das ist vom Track IR, vom Headtrack-System. Der Sender, Empfänger ist auf dem Bildschirm obendrauf. Das ist da so ein... Wartet mal. Ich will alles... Da ist dieses kleine Dings da. Und das ist der Empfänger. Und der, über Infrarot arbeitet das Ganze. Und der... empfängt meine Kopfbewegung quasi und per Software wird das ins Spiel übermittelt. Mal Hand aufs Herz, schon reingeschaut, Felix? Ja, sicher, Agent K. Ich habe das, Montag habe ich einen Key bekommen. Ich habe schon Videos aufgenommen. Na klar. Aber es unterliegt halt einem Embargo und man darf darüber einfach noch nix, gar nichts sagen. Null nada niente. Ging es hier gerade darum, wie groß das Spiel ist? Das kann man auf der Homepage schon nachgucken bei den Systemanforderungen. Da steht ja alles da. Alles gut, wollte auch nur wissen, ob die Neugier groß genug war. Ja, also wie gesagt, ich habe ja für mich persönlich habe ich als Medienpartner ja auch irgendwo eine gewisse Pflicht zu erfüllen. Oder ich habe ja das Privileg, die Dinge vorher zu bekommen, nicht damit ich es vorher schön spielen kann für mich allein. Sondern natürlich auch schon Dinge vorzubereiten und auch schon vorher natürlich dann zu zeigen. Das gehört ja alles auch ein bisschen mit dazu, ne? So, aber dann gut, dann fahren wir gleich mal den Mineraldünger ab und ihr könnt ja so lange noch flügen und kreisen. Ich bin fertig mit Flügen. Ach, du bist schon fertig. Ja, fleißig dabei. Und dann, ich mache jetzt gerade hier den Trecker sauber, den Flug sauber. Ja, wie weit bist du, Tobi? Ich habe jetzt gerade auf der 11 begonnen und die 17. Ach so, auch schon. Krass. Ja, da muss halt, der Regen ist halt wirklich kacke jetzt. Ja, der ist ein bisschen doof, der stört ein bisschen. Ja, ich würde dann gleich nochmal bei den Tierchen reingucken. Auch das können wir machen. Müssen wir nicht, mussten wir nicht irgendwo noch Frischzeug herhaben? Ja, stimmt. Tino wollte das bei den Schafen machen. Weiß aber jetzt nicht, ob das gelaufen ist. Man müsste mal reingucken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Kann ich nicht sagen. Zockergigant, guten Abend. Ja, wir wollten doch eigentlich auch für die Kühe was Frisches, brauchen wir doch auch, ne? Wir haben noch den 19 dafür, oder nicht? Ja. Oder war das nicht die 19? Doch. Doch, der kleine Streifen hier. Ja. Da braucht man doch nur einmal einen Streifen dran herziehen. Ja. Macht er auf Totalbach noch weiter? Ja,
Wir werden aber mit Sicherheit die nächsten Mittwoche, sage ich mal, oder vielleicht auch Mittwoch und Donnerstag. Der Donnerstag ist ja jetzt im Prinzip frei. Oder man switcht nochmal wieder die Tage. Das ist alles noch so eine offene Sache, aber natürlich wird man sich auch gemeinsam erstmal den 22er angucken. Ne? Dein Surferhost wird uns wieder Surfer dafür hinstellen. Und dann gucken wir mal, wie das alles läuft und testen Multiplayer miteinander aus und so eine Sachen. Aber Thalbach 19er, das hat ja gerade auch erst angefangen und es macht mega Fun. Das lassen wir noch nicht liegen. Also ich cutte nicht mit dem 19er ab, nur weil der 22er da ist. Nee, definitiv nicht. Das ist zu früh eilig. Habe ich aber auch noch nie gemacht. 13er zu 15er nicht. 15er zu 17er hatte ich eh eine Pause. 17er habe ich erst wieder angefangen. 17er zu 19er nicht. Kannst du im Dashboard statt auf dem Tablet auch am zweiten Bildschirm bitte? Nein, dafür. Entschuldigung. Brauchst du ein Android-basiertes Tablet, Handy, whatever. Also, ich finde diese Horsch-Kombo wirklich sehr geil. Der Fronttank hat noch einen Eintrag bekommen. Das Ganze findet man. Ich glaube, das war auch bei den Doofdödels. War das bei den Doofdödels? Irgendwo gab es einen Eintrag, dass man mit der halt auch Teilbreitenabschaltung machen kann, weil sonst kann man das, glaube ich, bei der standardmäßig nicht. So. Das weiß ich auch nicht. Sag mal, seht ihr? Ah, wartet mal, ihr seht doch gar nicht mein Dingelings. Ihr seht doch gar nicht mein Dingelings. Hä? Was? Drittanbieter-Overlay. Sehen da die Leute die ganze Zeit gar nicht. Ich habe doch einen ganz anderen Shader aktiv. So, jetzt seht ihr das. Ich habe da noch den Nvidia-Shader mit aktiv. Und das sieht doch nochmal ganz anders aus, die ganze Geschichte. Und ich habe heute das neue angelegt, die Spielszenen und so nochmal vergessen. Das Drittanbieter-Overlay, was du mir erklärt hattest. Klar, warst auch schon wieder du, Tobi, oder? Mit dem Drittanbieter-Overlay oder war das jemand anders? Nee, ich glaube, nee. Das ist mir jetzt neu. Achso, gut, dann war das jemand anders. Kennst du einen 7-Scharflug als LS19-Mod? Nee, nur Querneland und Vikon müsste, glaube ich, ein 7-Schar sein als Mod. Doch, warte mal, Ermo gibt's doch als 7-Schar, oder? Ja, gibt es. Haben wir jetzt zwar hier nicht drauf, aber ich müsste es im Mod abgeben, ja. Haben wir nicht drauf? Nee, ich glaube nicht. Bis wohin gehen unsere denn? Ich meine 5, ne? Kann gut sein, ne? Ich weiß es nicht genau. Ah ja, stimmt. Wir haben ja nur die den kleinen und den großen. Also den kleinen und den 4 Dreier. Nee, 4 Fünfer. Ja, 5 Schaus, Max. Aber ja. Ich dachte, Ammo. Lass mich mal eben schnell gucken. Gibt es in auf jeden Fall einen. Mhm. Dächte ich nämlich auch. Ermo. Ja, da tippst du Ermo in der Suche ein und was kommt? Nicht Ermo. Klassiker. Flüge. Wo sind denn die Flüge? Flüge. Ihre Schafweide. Hier, Ermo Diablo SPEV Pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schar sogar. Also hier haben wir 7, 6, 7 und 8 Schar. Ammo Diablo, bitteschön, hier einmal der Link rein zum direkten Angucken. Ach, kann ich schon wieder nicht in meinen eigenen Chat senden? Mit Recht. Naja, gut. Aber ihr seht's ja das hier. Ammo Diablo SPEV. Ich warte noch bis Weihnachten mit dem 22. in Hoffnung, dass es vielleicht ein paar Skripte und Mods gibt. Ach, bestimmt. Mit Recht, ja, das, so ist Dirk. So ist er. Unfucking fassbar.
So. Dann tüdle ich mal zum Händler hoch. Frisch ja. Hat er schon gemacht. Frisch hat er gemacht. Hat er gemacht. Mensch, alles im stillen Kämmerchen, ohne was zu sagen da. Oh, das hat mich gestern auch beim Jeep. Ich hab, hier geht auch das Licht. Kann das sein, dass bei dem Pickup das normale Licht irgendwie nicht geht? Weiß ich nicht. Ich fahre so selten mit den Dingern. Geht nicht, ich krieg das Licht nicht an. Nein, hm, fahre ich ohne. Hm, war eigenartig. Komisch, oder? So, oder meine Kunden geschrieben. Unseren Task, den müssen wir auch immer umändern hier, ne? Ach, siehste, Task muss ich auch umändern. Ich kann das für euch, Freunde. Habt ihr. Interessiert euch das hier, ne, das hier nicht? Für all diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, unsere Arbeitsorganisation, wie wir uns organisieren, interessiert euch das? Dann kann ich euch das gerne mal auf dem Desktop eben noch zeigen. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie wir da auforganisiert sind und wie wir das machen. Und wie ihr das auch ganz easy nachmachen könnt. Dann warte ich jetzt erst noch. Dann kannst du es gleich machen. Okay, dann zeige ich das mal fix. Geht ja im Prinzip, geht das ja relativ flotty. Seit wann Greenscreen? So. Seit gestern. Wo habe ich denn das? Beim Surfer. Meistertask heißt das Ganze. Und im Meistertask haben wir alle Felder angelegt und alle Wiesen angelegt, die wir hier so haben. Und haben verschiedene Bereiche, Bodenbearbeitung, Saatdüngung, Ernte, allgemeine Themen. Und da haben wir jedes Feld organisiert und 15 zum Beispiel in der Bodenbearbeitung. 15 Bodenbearbeitung, genau, ja. Da ist das Pflügen erledigt. Ja, dann hakt das dann mal ab da. Achso, ich dachte, du wolltest es gerade machen, aber ich mach das. Nee, mach mal, ich will mal angucken, ob ich das auch sehe. Gleich. Ja, zack, da ist es erledigt. Und dann wissen wir, okay, nächster Step, Kartoffeln legen und Unterfußdüngung. So, bumm. Boah, aber ja genau, wir haben ja gekreist, wir haben ein schönes Saatbett, das passt. Und jetzt schiebe ich den weiter in die Saat. Genau, und jetzt ist das erledigt und dann kann die 15 weiter in die Saat. Jetzt machen wir noch Folgendes. Zugewiesen ist das nämlich dem Tobi. Wir sind gerade in Bearbeitung. Wenn dieses Tag in Bearbeitung gesetzt ist, bedeutet das, kein anderer arbeitet auf diesem Feld. Wenn wir jetzt diesen rausnehmen und sagen jetzt den Tag offen, dann ist das zwar dem Tobi zugewiesen, aber wenn man das Tag offen sieht, weiß man, okay, da kann jeder ran. Und so hatten wir uns das letzte Mal geeinigt. Das müssen wir für uns selber auch nochmal so ein bisschen manifestieren. Ja, machen wir, wenn die anderen beiden nächstes Mal wieder dabei sind. Genau. So, und ich habe die Saat auf Feld Nummer 5 abgeschlossen. Da soll Gerste rauf. Hat geklappt, oder was? Oh, scheiße. Ich muss mal gerade gucken. Welche Nummer? Nee, nix. 5, warte. Was hast du denn da jetzt drauf gemacht? Wo ist die? Oh. Jetzt wird es aber wieder anders schwierig. Ja, gut gemacht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können es auflaufen lassen und dann machen wir es nochmal um. Nee, muss gleich weg. Linksschreibung, ich habe den LS schon seit Montag und ich streame morgen schon vor. Also morgen fällt das Embargo. Und deshalb ist das die Zeit, die noch offen ist, bis der Stream anfängt. Ach, scheiße, Digga. Nee. Ja, dann schieb einen Task dazwischen. Einen in die Checkliste und mach dahin, keine Ahnung, Grubern. Oder irgendwas. Ist so passiert. Ja, kein Problem. Ich zieh das jetzt gerade durch. Gut, dann kann die 5 gekrubbert werden. Dann geht die 5 hier nochmal in die Bodenverarbeitung rüber. Naja, und so funktioniert das Ganze. So, gehen wir wieder zurück ins Spiel. Genau, dann fange ich mal an zu grubbern, ne? Scheiße, ey. Hast du neue Arbeit gekriegt, Dirk? Super. Ja, ich freue mich. Schön. Finde ich gut. Wir haben gar keinen Gruber. Was? Haben wir keinen Gruber? Hier steht keiner. Ich muss mal in die andere Halle gucken. Ein Kerner. Warum habe ich jetzt einen Besen in der Hand? Kannst du ab 0 Uhr spielen? Ich spiele schon seit Montag.
Freunde, ich bin Giants Partner, ich bin Medienpartner. Und ich habe den LS schon am Montag bekommen, schon Videos aufgenommen. Und das Embargo, sprich, ab wann wir zeigen dürfen, das fällt für uns morgen 9 Uhr. Organisation läuft gut, nur bei mir läuft heute nicht. Das ist zwar mein menschliches Versagen, das ist ui, ui, ui. Moin, Meise! Oh, mega mies, Alter, mega mies. Oh, nee, Mann. Ach, mach dir doch keine Platte, Mensch. Nee, ist ja auch schnell gefixt, aber es ist schon wieder... Mann, Mann, Mann. Naja. Wie mir welcher Traktor etc. pp. Gefällt im LS 22. Wie gesagt, es gibt ein Embargo, also eine Verschwiegenheitserklärung bis morgen früh 9 Uhr. Bis dato sage ich dazu auch nichts. Aber prinzipiell gefällt mir der 8S, also generell gesprochen, gefällt er mir sehr gut. Habe ja auch jetzt erstmal ein Video von 7810 Diaries gesehen. Schon ein geiles Teil. Gefällt mir. Mir gefielen die Messers aber schon immer irgendwie. Der sah schon ganz schön abgefahren aus, ja. Ja. Hey, Soyoki, moin! Ja, der sah abgefahren aus und ich weiß, mir gefällt er. Hat halt was. So, jetzt müssen wir mal nachdenken. Also wir nehmen einmal Mineraldünger mit, da fahre ich gleich nochmal ein bisschen Dünger streuen. Es hat ja auch gerade erst angefangen zu regnen. Wenn das noch so leicht regnet... Ah ne, da war Mineraldünger aufbringen nicht so gut, ne? Bei Regen. Nicht? Oder war es bei... Ne, Spritze war nicht gut. Regen, Mineraldünger ging eigentlich bei Regen, oder? Ja, dachte ich eigentlich auch. Also sagen wir mal so, bei uns... wenn es so ein bisschen am Fisseln ist, dann machen die das schon. Ja, aber hier ist ja auch nur... Also es regnet sich jetzt gerade ein, man müsste mal die Feuchtigkeit dann messen. Aber ich denke, das geht noch. So, Yoki, was macht das Pferdewohlbefinden? Wir haben uns in der Tat lange nicht mehr gespielt. Was ist denn los? Ja, alles gut. Ja, wieder so ein scheiß LKW hier. Ah ja, kenne ich. Die Jungs, die haben doch alle gesoffen. Milchfahrer hier, diese Milch. Ja, die sind nicht ganz sauber. Die sind nicht ganz sauber. Die sind auch alle auf Agro immer. Ja. Oh, Yogi, oh schön. Mal lese ich dann. Da gab es ja so ein schönes Video heute von der, ich glaube, Ehrengrad war die das. Ich glaube, das war das, ne? Da hat man auch mal gesehen, wie der AI-Verkehr. Also wenn das so ist, dass sie tatsächlich so schnell fahren, das ist ja mega. Hm. Ja. In dem Video, da hast du gedacht, Alter, ist ja wie an der Schnur gezogen. Wie der Kleinwagen da die Serpentinen runter. Ja, genau. Hab ich gar nicht gesehen. Wer hatten das? GameStar oder was? Nee. Giants, ne? War das nicht bei Giants? Giants? Ich weiß nicht. Ich habe heute überhaupt gar nicht geguckt. Ich habe vorhin JP Performance geguckt mit meinem Lütten. Mal kurz. Ich habe, also als ich das Video gesehen habe, ich richtig Bock gekriegt auf diese Ehrengrad. Das war die Ehrengrad doch, ne? Ich ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Habe ich richtig Bock drauf gekriegt. Super gemacht. Und das geht auch nur eine Minute, also kannst du dir ruhig angucken. Ja. Geile Nummer, geile Nummer. Hm, genau so war's. Chrom schreibt das gerade. Wenn du Flüssigdünger als Blattdünger ausbringst, Regen schlecht. Sonst ist Regen nach Flüssigdünger gut. Genau, so rum war das. Aber bei Mineraldünger ist relativ egal, oder? Bei Mineraldünger ist da relativ egal. Was wollte ich denn noch mitnehmen? Ich wollte auch neulich, habe ich noch gedacht, ja, da fahre ich noch zum Shop. Wisst ihr noch, Freunde, neulich?
Da dachte ich, fahre ich noch zum Shop und kaufe noch dies und das und jenes. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Was ist denn das jetzt hier? Wo bin ich? Im 23? Ich weiß es nicht mehr. So, das Rapssaatgut können wir auch mitnehmen. Ja, hast du auch schon genug verbraucht, ne? Achso, das kriege ich so hier nicht auf dem... Ah, guck mal, was... Weiß ich nicht, dazu äußere ich mich. Ich will davon jetzt nichts mehr hören hier. Aber das, ich weiß auch nicht, ey. Krieg ich das so auf den Anhänger? Das krieg ich doch niemals so auf den Anhänger, ne? Hey, Brody! Danke, mein Lieber, für dein Raid. Grüßt euch. Mensch, Brody, wie geht's dir? Nee, das krieg ich da nicht drauf. Hamster macht Ende mit LS19. Warum macht ihr immer so einen harten Cut gleich? Jo, gut soweit und selber, das freut mich, Brody. Was will ich mich beklagen? Alles gut. Zu groß, die Säcke. Ja, warte. Mann, habe ich große Säcke. Ja, das ist ein großer Sack hier. Ja, das ist richtig. Na, was denn? Ist doch ein großer Sack. Guck doch mal, wie groß der Sack ist. Ja, ich weiß. Nein, ich will das nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Ja, also Dirk. Na, guck dir doch mal Felix Büdel an, Mensch. Jetzt guck doch mal. Jetzt guck doch mal. Ich heb den, wie ich den anheb. Nee, ich hab Corona. So, der ist kaputt, der Sack. Wenn ich nicht mitnehme, bleibt der Scheiß eben hier stehen. Aber ganz schön. Ganz schön kalk, weißt du. Mhm. Ich hab doch gesagt, du sollst es sieht wenig Sonne. Du musst doch mal Sonne ranlassen, Mensch. Ja. Ich hab doch gesagt, tritt nicht immer auf den Sack. Ist gebleached. Das ist einfach nie gut. Das ist wohl wahr, ja. Nee, den krieg ich nicht auf dem Anhänger. Krieg ich den vielleicht auf dem Anhänger, wenn ich mit dem Anhänger hier rückwärts ranfahre? So machen wir das. Das ist ein Plan. Felix, ja? Wie sieht das denn hier mit dem GPS-Kurs aus? Hast du hier... Hab ich nicht gespeichert. Aber das ist ja Kerzen gerade an der linken Kante lang. Ja, du, kein Problem. Ja, ich ist heute ist lost. Heute ist wirklich schlimm. Muss mich dafür auch offen entschuldigen. Heute ist wirklich brutal. Ist auch nicht wieso. Ah, das krieg ich dann niemals hin hier, oder? Na, schauen wir mal. Kann sein, dass der Regen stärker geworden ist? Kann sein, dass sich das ein bisschen einregnet. Ja, dafür gibt's extra Haken, aber nicht für einen. Nicht für einen Gabelstapler. Oha. Mach mal eine kleine Vorhersage. Wo ist denn das hier? Wo sind denn meine Vorhersagen? Werbung, Werbung. Abstimmung ist die Abstimmung, ist aber keine Vorhersage. Wo sind meine Vorhersagen? Clip erstellen. Abstimmung, Ziel. Gibt's keine auch hier? Vorhersagen. Wieso sind denn die weg? So, Vorhersagen. Wir starten eine Vorhersage. Hält er oder fällt er? Komma, der Sack. Antwortmöglichkeit 1, fällt. Antwortmöglichkeit 2, hält. Das ist eine Vorhersage, Freunde. Ihr könnt dann eure Kanalpunkte setzen und ihr könnt Kanalpunkte gewinnen, aber auch verlieren. Das Ganze geht jetzt eine Minute lang und startet jetzt. Hält er oder fällt er? Und ich warte jetzt die Minute noch ab, wie ihr gestimmt habt, bis das zu ist. Und dann schauen wir mal. Na, es schwankt hin und her. Ne, ihr müsst über den Chat könnt ihr das irgendwo
Oder kann man das auch eintippen? Nee, ich glaube, ihr müsst das überm oder unterm Chat. Hier da drüber oder irgendwo muss das, ich glaube, am Chatfenster irgendwo. Müsst ihr das anklicken mit Kanalpunkten. 45 Sekunden noch. 17.999. Muss ich mir echt was einfallen lassen hier mit denen, wie wir das transportiert bekommen sonst. Gar nicht so easy. Oh, das wird spannend. Das ist fast 50-50. Und der Hans, die Soldat. Dankeschön für dein Follow. Du bist der 18.000. Dankeschön. So, Freunde, die Vorhersage ist geschlossen. Ich beginne mit meiner Arbeit. 57% haben für erhält gestimmt. 43% haben sich für erfällt entschieden. Schauen wir mal. Da sind wir mal gespannt. Ja. Hat er wieder. Nicht. Scheiße. Reicht das nicht? Also er muss ja halten. Aber ich muss noch weiter vor, ne? Ich muss noch ein Stück weiter vor. Ich muss jetzt echt auf die Kante rauf. Sei bloß, ja, ich pass auf. Ich muss mit dem Anhänger weiter ran. Ja. Aber das ist auch eng hier. Stopp, die Klappe. Was denn für eine Klappe? Ach so, die Klappe. Scheiße. Das ist ja Mogeln. Wieso denn? Ganz behutsam. Ich krieg den halt nicht weiter gekippt, ne? Ich krieg ihn nicht, ich glaube... guck mal, ich kann aber noch weiter vor. Den bekomme ich so nicht drauf. Moment. Das schaffe ich. Jetzt kommt der Ehrgeiz. Ja, jetzt will ich, Da schreibt gerade schon einer, Staplerfahrer Klaus. Ja, ne, ist doch alles hier konform. Der fährt sich ja auch so schnell an. Ah. Komm schon. Ach, Menno. Nee. Warum machst du nicht die Klappe auf? Na, weil er an der Wand steht. Außerdem, was ist denn für eine Klappe? Ach so. Scheiße. Ja, das hätte ich auch machen können. Aber das kann ja jeder.
Mann. Nee, das wird nix, ne? Ich glaube, das wird nix. Von oben erstmal abgeladen. Er ist gefallen, aber er steht auf dem Anhänger. Aber kriege ich ihn von dort? Kriege ich den von dort nochmal gegriffen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, so lange sind die Zinken nicht. Scheiße. Ich hätte doch die langen. Es gibt lange. Ach, scheiße. Spanngurt drüber. Nee. Nee, draufschieben, wie soll ich das draufschieben? Das geht ja nicht. Er ist ja faktisch viel zu schwer. Vielleicht hält er ja, wenn ich jetzt losfahre. Noch ist er nicht am Boden. Noch ist er nicht am Boden. Ja, das ist scheiße. Also da brauchen wir zukünftig, müssen wir hier definitiv mit dem Frontlader hochkommen. Mhm. Okay. Aber ich dachte, dafür steht der da. Naja, also der ist ja, ist ja kein... Also beim Frontlader hast du halt so eine Klammer, so einen Haken, womit du den... Ja, naja, stimmt schon. Nee, was mache ich denn jetzt? Der muss doch raufgeschoben. Es wird, glaube ich, nichts. Wenn ich den jetzt nochmal von unten gesackt krieg. Dann vielleicht, ja. Wenn das geht. Ja. Scheiße. Komm schon. Komm. Nur halt doch. So. Geschafft. Das ist ein Traum. Wir sind Traum. Vom Feinsten. Spanngurte sitzen auch Bombe. Hingeben noch ganz. Realität definitiv kaputt. Darum ging's nicht. Darum ging's nicht. Ergebnis wählen. Held. Glückwunsch an alle Gewinner. Ja, Kanalpunkte müssten jetzt ausgeschüttet worden sein. Ganz knappes Ding, das stimmt. Das Big Bag wäre jetzt eingeschüttet. Gut, darum ging es nicht. Das ist Schummeln? Das ist doch kein Schummeln. Wieso? Um alle legitimen, mir zur Verfügung stehenden Mittel genutzt. Ist jetzt halt nur die Frage, wie wir es am Hof runterkriegen. Da haben wir nur einen Avant. Nee, du hast doch ein... Ja, obwohl der ist wahrscheinlich... Na, nee, obwohl... Die Gabel dafür nicht, ne? Ja, Frontlader... Doch, ich glaube, Frontladergabel habe ich unten stehen. Also ich meine jetzt die Big Pack. Nee, die haben wir nicht. Zange, ja. Die haben wir nicht, aber ich müsste theoretisch... Sollten wir uns aber noch holen. Ah, weiß ich nicht, das ist teuer. Nur für so eine Zange?
Ich meine... Wenn wir viel mit Big Bags arbeiten wollen, dann sollten wir sie haben, finde ich. Vielleicht, ja. Legitim wäre gewesen, Rampe runter, Sack rauf und gut. Ja. Aber das war jetzt, das wäre keine Challenge gewesen. Das wollte ich jetzt. Ich habe die Challenge jetzt gesucht. Also meine für mich. Und ich habe sie gekriegt. Ja, der Avant kriegt das Ding nicht runter. Mit dem Frontlader ist eigentlich kein Thema. Ja. Der Weg war das Ziel, genau. Ey! Er spinnt doch wohl. Aber wann bekommt es 100% runter? Nee. Nee. Na, nee. Nee, nee. Dafür ist er zu klein. Also der kommt. Obwohl. Kommt er höher als der Stapler? Ich glaube nicht. Ich glaube, also das wäre jetzt nochmal nice to know. Das wäre jetzt tatsächlich nochmal nice to know, ja. Dankeschön für eure Follows, Freunde. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ist ja der One Edition auch der Satteltrack drin? Alle Vorbesteller haben den Satteltrack drin. Ich glaube, nur wir Media-Fuzzis haben den Vorbesteller-Dings dann nicht. Das kann natürlich sein. Das wäre traurig. Ich bin mal gespannt, wann die, ach, wie heißt das jetzt? Die Version, die ich bei Amazon bestellt habe, wann die kommt. 22. Ob die Samstag kommt? Oder ob die tatsächlich Montag kommt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass ihr das einen Tag vorher, demzufolge zwei... Hast du auch ein Päckchen bekommen? Ja, aber der Postbote, also die sind ja so ausgelastet, dass der die Tour nicht geschafft hat. Ich hatte ein Live-Tracking und er hatte heute, wo er angefangen hat auf seiner Tour, noch 50 Zwischenstationen bis zu mir. Das hat er natürlich nicht geschafft, oder sie. Und somit wurde das Ganze in einem Paketshop abgegeben. Der ist auch bei mir hier um die Ecke. Aber ich habe ja morgen keine Zeit, ich streame. Deshalb besteht die Hoffnung, dass meine werte Dame des Hauses das Ganze abholen geht und mir dann in den Stream reinreicht. Ich meine, ich weiß ja, was drin ist, aber ich würde es auch gerne auspacken. Habt ihr auch gekriegt, Bianca? Ist ja cool. Oh, den lassen wir auch hier. Ich habe hier heute definitiv meine Mission, ne? Ich kämpfe überwiegend gegen mich selber. Ist auch schön. Ja. Mhm. Gehen wir mal einen Avant holen. Ach, guck an, Bianca, guck an, hört, hört. Bronze direkt, ne? Das ist Stacheldraht, ne? Bleib da jetzt nicht dran hängen, wenn du da gleich drüber steigst. Ich steig da nicht drüber, ich bin noch nicht lebensmüde. Das schaffe ich nicht. Ich hab's da in der Hüfte. Ah! Ja, da kannst du lang, das geht gut. Wenigstens kennt man seinen Feind, ja. Das stimmt. So, hier bei den Wuschligen, ich meine, es regnet, aber hier können wir auch nochmal... Kann man nicht? Achso, ich bin ja hier gar nicht auf dem... Mal ein bisschen Wasser lassen. Ach, das hat was Atmosphärisches, wenn man hier so steht. Irgendwie ja, ne? Schön. Hm. Mit den Tierchen. Genau. Mhm. So, Avant. Machst du die Nacht durch? Nee. 23 Uhr ist Schluss. Also, hör mal. Ich sag mal, hör mal. Ich sitze ja hier. Ich bin auch nicht mehr die Jüngsten, hallo. Nee. Ich bin, mir reicht das dann auch für heute. Hier ist die Gabel. Dann haben wir hier einen 750er. Den sollten wir auf jeden Fall nehmen. Weiß jemand von euch, wo der hier
One Seasons Pass am 11.22 bringt. Welche Vorteile hat das? Ja, dort sind alle Erweiterungen und DLCs, die das erste Jahr kommen, drin. Das heißt, 3 Erweiterungen und 1 DLC sind da drin. Nicht das Main Game. Das Main Game ist separat zu erwerben oder die... wie hieß jetzt die Edition, wo Main Game und DLCs drin sind? Keine Ahnung. Oh ja, brauchen wir glaube ich einen Adapter. Ich weiß, was kostet die denn nochmal? Die Main, die große Edition. Also ich hab irgendwie ja, diese 76 Euro. Genau, Edition, und das ist die Edition, die hat das Main Game drin und den Seasons Pass drin. Ja, siehst du. So, ich brauche das Adapter-Tool hier. Denke ich mal. Nee, das ist nicht das Adapter-Tool. Wo ist denn das Adapter-Tool? Ich brauche doch das Adapter-Tool. Hat das der Kurze hier dran? Nee. Wenn wir dran lassen, sollen wir doch nichts, hat er gesagt. Wenn er abgestellt wird, sonst liegt er nachher auf dem anderen Ende der Karte. Ja, nee, das ist... Aber ich sehe es auch jetzt nicht. Das Adapter-Tool, ne? Es ist doch da dran. Ich hab das dran? Nee. Was hast du da gerade abgemacht? Das war die Kupplung. Ah ja, okay. Weil das kriege ich doch jetzt hier nicht ran. Doch, kriege ich. Na, dann ist ja gut. Sei mal froh, dass du ein Dach drüber hast. Ja, das stimmt. Rosten nicht. Genau. Your One Bundle ist dann mit allem. Blieben, blan, blub. Oh, der ist aber aufgebohrt hier, der Avant, ja? Geht ab wie die Pest, ne? Ja. Sag ich dir doch. Avanti hebt gleich seinen Arschi. Nee, wir haben hier Gewicht hier hinten dran. Sonst müssen wir da eben mal schnell noch welche dranheben. Die haben wir hier im Regal liegen. Lex mir am Arsch, ey. Empfindzock gönnt die 16. Guten Abend an alle. Lächelndes Gesicht. Yo, Empfindzock. Dankeschön für den Resub im 16. Montag. Und der Empfindzock grüßt alle. Der Vorbesteller bringt mal... Was? Im 16. Montag? Was? Im 16. Montag? Monat! Habe ich Montag gesagt? Ja. Oder ich muss ins Bett. Wir wissen doch, was gemeint ist, Mensch. Scheiße. Ey, lass mich da noch ein bisschen drauf rumhacken. Ja. Ich kann nicht mehr. Er ist durch. Es hat ihn total zerrissen. Ich kann nicht mehr, der hat mich kaputt gemacht. Gebrochen. Gebrochen, ja. Gebrochener Mann, ja. Herrlich. Uiuiuiuiui. Ja, Manni Müller, nicht, der schreibt's gerade. Die Felgen sind echt geil. Die finde ich auch richtig gut. Von dem Anhänger? Ja, die sind mega. Ja. Der ganze Anhänger ist mega. Ja, der Anhänger, der ist wirklich, muss man sagen. Der Anhänger ist wirklich gut. Den feiere ich. Auf jeden. Kannst du halt auch mal einen Telelader zur Not sogar rauffahren. Wird zwar eng, aber auch das geht. Das geht. Also wir hätten jetzt hier sogar noch ein bisschen mehr Kontergewicht machen können, aber das hat schon mal ganz gut funktioniert. Wie bekomme ich den LS22, wenn ich auf der LS-Seite als Online-Key vorbestelle? Ausrufezeichen LS kannst du, Ausrufezeichen LS22 kannst du machen. Und dort kannst du einen Bestelldurchgang machen. Ansonsten, wenn du deinen Key bekommst, bekommst du eine E-Mail.
Und in der E-Mail steht auch drin, wo du das Ganze dann im Prinzip runterladen kannst. Da ist ein Link bei. Der Anhänger kommt auch im 22er, wenn mich nicht alles täuscht, wenn er auf der Website mitgelistet ist. Morgen gibt es aber tatsächlich nochmal hier Factsheets. Wieso schiebt denn der sich jetzt hier weg? Gibt's auch nochmal. Morgen hauen die nochmal Factsheets raus. Ja, ja. Interessant. Oh, also ich bin voll teleskopiert, ne? Voll teleskopiert. Ganz knapp. Also er schafft's ohne Probleme, ne? Aber von der Höhe war das jetzt eine ganz knappe Kiste. Mhm. Ansonsten Avant mega. Ja, hast du recht gehabt, Benny, hast du recht gehabt. Wäre ja noch die Rampe gewesen, ja. Hätte es diverse Möglichkeiten gegeben. Wir sitzen hier wohl Uhu. Uhu, Uhu. Ja. Der ging mir schon im... Also ich finde es ganz cool, dass es so eine Nebengeräusche natürlich gibt. Aber der ging mir schon im 17er extrem auf den Sack dort oben auf der 5. Gab's den da auch? Ja, ja. Den gab's da auch. So, das haben wir. Wann startet der Preload? 21. Wenn du die Digitalversion von Shines hast. Steam weiß ich nicht, ob und wann. Dick, dick, dick. So. So, wie geht's denn hier unseren Ja, hier müssen wir mal angreifen. Dazu braucht... Ach, dazu müsste ich wieder alles abbauen. Die analogen Versionen gehen auch. Die Keys aus den Box-Versionen beim... Genau. Die Box-Key-Versionen gehen natürlich auch als Preload. Wobei ich da den Preload nicht ganz verstehe, weil man hat ja eine DVD. Dann brauche ich ja im Prinzip den Preload nicht. Ich kann ihn einfach installieren. Preload bedeutet, du kannst am 21. den LS22 schon komplett runterladen. Wenn du eine schwache Internetleitung oder so hast. Ne? Und dann am 22. kannst du aktivieren und direkt loslegen. Oh, habe ich den hier mit Kupplung? Bin mal gleich wieder da. Ja. Yo. So, ein schöner Trecker, ne? Ja, ja. Das ist echt cool, finde ich. Den finde ich gut geworden. Ja. Eigentlich ist ja so, diese alten Geräte, beziehungsweise Youngtimer ist ja nicht so meins, aber... Der ist schon nice. Der ist nett. Ja. Also klar, ich finde die auch geil. Ab und zu fahre ich die auch mal ganz gerne, aber ich bin halt eher so moderne Maschinchen. Finde ich schon geil. Ja, ja, klar. Ich auch. Ich auch. Ich ja auch. Aber ja, die Älteren haben auch manchmal ihren Reiz, wenn es... Entschuldigung. Wenn es geile Maschinen sind. Ja, ja. Definitiv. Stream ich morgen? Ja, ab 10 Uhr. Ab 10 Uhr stream ich den LS22 bis locker 17 Uhr oder so. Also wenn ihr Bock habt, alle morgen 10 Uhr rein da. Komm in die Gruppe. Genau, komm in die Gruppe. Ah, hier ist noch ein bisschen was drinnen. Die Geräusche beim Schalten gerade. Wie kriege ich das weg? Da gibt es bei den Ackerlüt auf dem Discord... Gibt es eine Sounddatei? Müsste irgendwo bei Downloads mit drin sein oder bei Community Mods oder Downloads. Weiß ich gar nicht, wie die Kategorie da genau heißt. Und da hatte jemand das
an diesen Sound, dass das nicht dieses Blow-Off kommt, sondern einfach nur ganz normal. Erstmal Berufsschule, ja, ne, ist ja alles okay, ne. Ich habe halt eher tagsüber Zeit als abends. Oder vielleicht komme ich auch abends dann nochmal rein. Mal schauen. Bock hätte ich dann wahrscheinlich schon. Es kann aber auch sein, dass ich dann einfach maximal erledigt bin. Auch das ist möglich. So, warte mal, wie war denn jetzt bei dem? Wie habe ich den denn hier eigentlich konfiguriert, sag mal? Mit dem kann ich nur nach rechts, genau. Der kleine Robert, das ist der kleine Bruder von dem, den wir auf dem Projekt Mecklenburg hatten. Hat auch Anzeige und alles drin. Ich bin erstmal weg, geh pennen. Ja, Vogt, ne? Hau rein. Gute Nacht. Gute Nacht. Sind andere Online-Codes Pre-Order? Wenn du bei Giants bestellt hast, ja. Und den Youngtimern bin ich tatsächlich auch mal gespannt, was dann letztendlich alles im LS22 drin sein wird. Ah, ja. Letztendlich ist ja bestätigt nur der wer ist der 7810? 7810. Und der Fan 500 Favorit ist das, glaube ich, gewesen, ne? Naja, und Waldrat meine auch schon gesehen, ne? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, den habe ich nicht gesehen. Na, und Factsheets. Ja, ich habe ehrlich gesagt, habe ich mir auch nicht mehr alle angeguckt. Ja, ne? Gut. Steyr, genau, Steyr. Okay. Was war das für ein Geräusch? Was ist hier gerade passiert? Wurde ich gehostet? In diesem Fall vielen lieben Dank. Ja, ich werde den Stream, der kommt natürlich auf Uncut später auch. Das ist natürlich. So, und jetzt bräuchte ich irgendwas mit Frontlader. Wie gesagt, Freunde, ich kann euch da morgen mehr zu sagen oder zeigen. Ja. Wo bleiben meine Modrechte? Weiß ich nicht. Hast du die bestellt? Gib dir bloß keinen, Alter. Die schmeißt mich raus. Ach so. So ist das also. Die Sauberkeit, sag mal, ist das tatsächlich noch so wie im 17er? Ja, drüber klettern. Jo, tatsächlich. Wir müssen mal ausmisten. Wo musst du ausmisten? Hier, im Kuhstall drin. Ach, Quatsch. Ja, war im 17er. Im 17er hat das dann, glaube ich, der Henny. Also ich bilde es mir ein, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich hatte irgendwann mal Henny gesagt, ey Henny. Oder irgendjemand anders, ich weiß nicht mehr. Das wäre übelst, nee, das war jemand anders dann noch. Das wäre übel geil, wenn man da ausmisten könnte. Und irgendjemand hatte das im 17er dann da eingebaut. Und Henny hatte dann auch gesagt, ja klar, können wir übernehmen. Ich glaube, so war das irgendwie. Weil ich das halt mega geil fand. Das kam, glaube ich, im 17er das erste Mal offiziell mit dazu. Oh, Agrario, ich bräuchte keine Modrechte, mir reichen Dirk Rausschmeißrechte. Also hör mal. Lächerlich. Habe ich eine Lieblingstrecker-Marke? Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich glaube ich schon dir sagen. Aber da ich keinen realen Bezug habe, ich mag sie eigentlich alle. Mann, das ist ja schon wieder viertel vor, ey. Yo. Furchtbar, ne? Krass. Ja. Will mal eben noch die Kacke da rausschieben. Ja, der Regen, der zieht uns jetzt hier natürlich, obwohl wir haben ja Bodenbearbeitung. Und mein Fehl zieht sich ja auch noch ein bisschen dann von der Zeit, aber ansonsten hält uns der Regen dann natürlich ein bisschen auf. Ja,
Ja, kann passieren, ne? So ist es. Um Montag noch Aha-Effekte zu haben, sollte man ab sofort keine Streams oder Videos zum Essen. Ja, Bankinator, das kann ja jeder selber für sich entscheiden. Der Dirki. Oh, ein anderer Dirk. Oha. Was? 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 Haben wir hier ein Echo oder was? Wer dich rausschmeißen will? Niemand, oh, niemand. Niemand, niemand, niemand. Bianca, Feli, Agrario. Das sind alles solche. Ja, aber den muss man sich gut stellen. Ja, die gehören da alle mit zu. Da musst du aufpassen. Die sind eisenhart. Ja, gefährlich, ganz gefährlich. Aber auch zu Recht. Oh. Zu Recht. Oh, hier fuhr ein Fendt. Das habe ich doch gehört. Hast du gleich gehört, ne? Ich sofort gehört. Ist er fertig mit Kreiseln? Glaub schon, er kommt gerade zum Hof gedonnert. Verrückt ist das ja. Nur die, die 11 noch oder hast du die andere aufgemacht? Nee, ne? Die 11 noch. Die 15 hast du aber nicht noch gekreiselt. Warte mal, lass mich mal gucken. Nee, das kann nicht sein. Nee, die soll auch nicht. Die 15? Ah, ja. Da soll gleich dann Kartoffeln gelegt werden. Was? Ah, ja. Oh nee, das geht aber nicht ins Geflügte rein? Nee, eigentlich nicht. Da müsstest du noch eigentlich so ein... Dann mein Fehler, habe ich nicht eingetragen. Checkliste Kreiseln reinpacken oder sowas. Oder halt... Hallo, der Herr. Der Herr hier in dem 700er. In der 800er. Ja, ja, Moment. Oh. Was? Oh, mir fällt schon wieder das Headwreck-System ab. Oh, der Scheiß. Muss ich nochmal sauber und ordentlich neu machen, ne? Wunder mich schon, warum ich hier schon wieder nach unten absacke. Oh, ist korrigiert. Müssen wir noch machen. Ja, hallo. Was denn? Ihr müsst mal durch, bitte. Ich stehe hinter Ihnen. Ach, nein, Vorsicht, ich stehe hinter Ihnen. Ah! Warte, sowas nicht. Ja, die ärgern mich. Die ärgern mich. Unglaublich. So, haben wir jetzt hier Arbeitsscheinwerfer dran? Ja, nicht? Oh, Arbeitsscheinwerfer dran, ja. Ja, die Hube geht. Das ist richtig, die geht. So. Also ein Avant ist schon ein echt cooles kleines Fahrzeug. Das fetzt schon. Stellen wir mal kurz hier rein. Dann haben wir die nämlich schon mal sauber gemacht. Dann brauchen die... Ne, warte mal, dann... Ah, wie war denn das? Kann man mit der Mistgabel Ballen auf pieksen? Theoretisch müsste das gehen. Das müsste eigentlich gehen, ne? Aber praktisch brauche ich es. Warte mal, wir machen das... Was brauchen wir? Wir brauchen Heuklee, das war Quader, ne? Wir brauchen aber auch Maisilage... Heuklee, Kleesilage, Zahnsilage brauchen wir noch nicht. Achso, okay. Weil ich habe nämlich ein super kleines Teilchen gekauft hier für den Hof.
Das ist hier von Goweil, ein Ballenaufwickler, also Abwickler. Nicht Aufwickler, sondern Abwickler für die 3-Punkt hinten. Das hat eine 3-Punkt-Aufnahme. Und dann kannst du da schön abwickeln und dann eine Futterrinne langfahren. Von daher wären eigentlich für den Hof Rundballen beinahe schon besser. Was wirst du morgen im neuen LS machen? Oh, alles Mögliche. So ziemlich alles Mögliche einfach. Lass mich da ein bisschen von euch durchtragen, was ihr so sehen wollt und so. Ach, jetzt müsste ich alles abbauen. Das ist jetzt blöd. Jetzt haben wir einen 51, lohnt auch nicht mehr. Nee, das lohnt nicht mehr, jetzt nochmal alles abzubauen. Naja, da habe ich doch heute wirklich nicht viel geschafft. Ach, wisst ihr, was ich nochmal gucken wollte? Da fahren wir jetzt mal schnell hin noch. Ich kann zum 22er leider nicht mehr sagen, bis morgen 9 Uhr, als auch schon offiziell bekannt ist. Gibt ein Embargo bis morgen 9 Uhr. Oh, Vorsicht! Ich freue mich schon auf die Unterhaltung in der Schule. Ich halte euch an, bitte in der Schule aufzupassen. Sonst landet ihr auch noch hier auf dem Stuhl, so wie ich. Das ist ja keine Zukunft. Stimmt. Sonst kommt dann noch sowas raus wie Tanzverbot. Ach, nun komm. Hast du den Stream gefunden? Ist er irgendwo zum Nachgucken gewesen? Nee. Also ich habe ihn jedenfalls gestern nicht mehr gefunden. Hm. Heute habe ich nicht mehr weitergeguckt. Nee, Bianca, ich meine eher so mich. Naja, das ist... Also, ich weiß es auch nicht. Wenn sie richtig hardcore professionell sind, dann war es Kalkül. Beidseitig. Ja, bestimmt nicht das erste Mal. So, ich wurde ja hier nicht geblitzt, Freunde, ne? Wollte ich nochmal gesagt haben. Hast aber Glück gehabt. Mhm. Ja, vor dir kriegt ja auch so ein Magada. Naja, ich halte mich aber auch sonst immer sehr an die Straßenverkehrsordnung. Oh, bitte. Ja, ja. Doch. Merkst du was, Tobi? Reihebahn mit Marzipan. Ach. Unerhört. Unlauter. Alles. So, schauen wir mal, was hier unser Produkt denn so macht. Es benötigt Wasser. Wir haben 12.000 Liter Schweinefutter. Das ist ja schon mal ganz geil. Mit dem Schlepper herfahren sollen, weil ich glaube, hier ist sogar noch ein bisschen Wasser drin, ne? Oh, 6.000 Liter sind drin. Ärgerlich. Und wir haben 12.000 Liter Sojamilch. Die Frage ist, wo kann ich die Sojamilch denn abholen? Doch bestimmt hier, oder? Kauft euch die Sonderausgabe des GameStar zu S22? Weiß ich nicht. Direkt vor der Tür, okay. Und das Schweinefutter ist doch bestimmt hier irgendwo... Hier bestimmt dann, ne? Bestimmt dann hier irgendwo drunter fahren. Weil drinnen ja bestimmt nicht. Ingo wird da regelmäßig geblitzt. Die werden da alle regelmäßig geblitzt. Wir sind auch hier schon, glaube ich, alle durchgefahren. Durch den Blitzer. Ja, sicher. Außer halt... ne? So. Außer eine Schnecke. So, gut. Produkte sind da. Müssen wir uns auch drum kümmern. Und mal direkt verklöppeln, denn wir haben... Oh, 40.000 haben wir noch. Aber die sind auch schnell platt. Die 40.000. Müssen wir mal auf die Preise achten, ne? Aber das wird wahrscheinlich erst Richtung Winter funktionieren. Ja, die Sojamilch, die bringt jetzt schon Ü1000 oder so, von daher. Mhm. Und ich wollte mal eben noch bei der Palettierung hier vorbeigucken. Palettierung, also auch Palettierung, je nachdem. Hatten wir hier nicht auch schon Zeug drin? Hatten wir nicht Pellets gefahren? Ja, aber die sind in der Halle bei Tino unten. Wieso das denn?
weil zu der Zeit wir nicht wussten, wo wir sie hinpacken sollten. Da wusste ich noch nicht mal, dass eine Premos da war und hatte die doch gemietet. Hm, stimmt ja. Die liegen bei Tino unten in der Halle. Die müssen wir dann vielleicht das nächste Mal mit dem Frontlader aufladen und dann hier oben hinfahren. Könnten wir mal einen Task für aufmachen. Ja, definitiv. Unter Allgemeines. Ich muss da auch mal irgendwann nächste Woche mal oder so reingucken. Vielleicht können wir das ja auch nächste... Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Wir haben ja den Slot von Projekt Mecklenburg. Oh ja, muss man vorsichtig machen. Hier steht nämlich ein Blitzer. Der ist ja im Prinzip frei. Vielleicht können wir es auch nächste Woche so machen, dass wir einen 22er machen und aber auch nochmal auf die Talbach gucken. Also ich würde schon ganz gerne auf die Talbach. Ja, ich eigentlich nämlich auch. Jo. So, jetzt langt's ja aber. Meine Güte, das ist ja eine Landstraße. Jetzt muss er wegen mir bestimmt bremsen, weil ich abbiege, ne? Klassiker. So, naja, gut, ne? Machen wir erstmal Feierabend. Aber schon, ich bin gerade am Vorgewende. Habe ich die Fläche hier auch gleich um. Na, ist doch wunderbar. Ja. Was wollen wir für einen Task aufmachen mit den Pellets? Die vielleicht zur Pelletierung zu bringen? Oder genau. Zum Teil vielleicht auch nur? Ich weiß ja nicht. Genau. Achso, nee, die müssen dann hoch zu den Schweinen. Oh, moin, Moselisen. Was wirst du spielen? So. Amerika, Frankreich? Ich würde morgen mal in alle reingucken, sicherlich. Also weißt du, bei den Schweinen hat man doch gesagt, da macht man Strohpellets rein. Ja, stimmt. Ne, aber ihr könnt natürlich auch einen Teil einfach palettieren und verkaufen. Also ich weiß gar nicht, wie viel wir davon haben. Ja, also wie viel es jetzt genau war, weiß ich auch nicht mehr. Nice. Das sollten wir vielleicht vorher so nochmal gucken. Ja, ich bin mal so frei und spring mal eben hierher. Ich habe hier im Übrigen auch ein Display eingebaut. Aber irgendwie ist das schon wieder aus. Wieso ist das schon wieder aus? Achso, ich glaube, weil hier alles leer ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier ist alles leer. Ach hier, ich sehe schon. Naja. Wie werden das sein? Das ist schon ein bisschen was. Ja, ein bisschen was war das schon. Sag mal, was bringen die denn auf den Markt? Strom. Ich kann nicht sagen. Kein Plan. Ich guck mal eben. Strohpellets. 250 Euro auf 1000 Liter. Das ist jetzt nicht so der Bruder, ne? Naja, die bringen nicht viel Geld. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn die auf Palette sind, ob die dann mehr bringen. Das wurde schon mal im Raid doch da mal den Agrarblade dann. Ja, danke, Bianca, werde ich machen. Auf der Rade wurde mir das schon mal beantwortet, wo wir auf der Rade noch waren. Das habe ich aber vergessen. Ich glaube, mehr bringen die Paletten auch nicht. Und also auf der Rade konnte ich sie dann einfach nicht verkaufen. Das war dann die große Scheiße an der Stelle. Also habe ich einfach die Paletten nicht losgekriegt. Und da war die ganze Pelletierung natürlich komplett für den Eimer. So, naja, gut. Fahrzeug brauche ich nicht waschen. Regnet, ne? Also die Kombo hat mich überzeugt mit dem Horsch Partner. Und hier hinten dran, ich weiß gar nicht. Sieht doch schick aus. Sieht auch echt gut aus. Es fehlt halt dieses große Mittelstück, was man normalerweise halt davon kennt. Aber das ist für uns einfach zu teuer und zu wuchtig. Aber man kann dann jetzt als nächstes Teil die 8RC einfach noch mitholen und Mais legen, ne? Und ja, genau. Es ist relativ leicht und locker, sag ich mal. Man braucht nicht so viel Motorlast, also mit dem 720er war das ganz entspannt. Ist nicht schlecht. Nur sollten wir natürlich gucken, wenn wir viel parallel legen, dass wir vielleicht dann noch irgendwie was mieten vielleicht. Mal gucken. Gut, Freunde.
Für heute werden wir Feierabend machen. Ich suche mal noch jemanden zum Raiden. Es war mir wie immer ein inneres Wohlbefinden. Ne? Auf jeden Fall, kann ich nur so weitergeben. Warum feinst du? Und wie gesagt, morgen ab 10 Uhr LS22 Stream bis 17, 18 Uhr. Dann gucke ich mal, ob ich vielleicht am Abend nochmal reinscheune. Weiß ich noch nicht genau. Oder ob ich Samstag, Sonntag dann nochmal reinscheune, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber morgen bin ich auf jeden Fall den ganzen Tag hier am Start. Goodbye, wenn ihr Bock drauf habt, schaltet gern ein. So, wen haben wir denn hier alles? Und Dankeschön für eure Follows. Dankeschön, dass wir die Schallmauer durchbrochen. Goodbye, old friend. May the force be with you. Agrav hatten wir schon ein paar Mal. Saxe 82, Gekos. Was für Gottes Willen, was ist da? Wen haben wir hier? Neuholzing, bayerische Spätschicht. Was ist das denn? Aha. Kenn ich gar nicht die Karte, kenne ich auch nicht den Kollegen. Schade. Ach komm, geh mal rein. Da gucken jetzt gerade 7 Leute zu. Wie super. Bam. Freunde, wie gesagt, ne, ich erwarte euch morgen. Für all diejenigen, die können. Genau, Manni, morgen von 10 bis locker 17 Uhr spielen wir den 22er hier und ich stream das Ganze live. Also wer Bock hat, einfach rein da. Ich mache morgen noch eine Story fertig, folgt mir dann an, spreche auch bei Instagram. Dann seid ihr auf jeden Fall immer up to date oder mit Ausrufezeichen DC auf meinen Discord. Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, gute Nacht, schlaft gut, bleibt gesund und munter und hoffentlich bis morgen, ne? Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao.